Der hat hier schon plus, der hat plus 15 Resolve und Fatigue Recovery. Achso, du wolltest, stimmt, so, du, Xander, du hast vorhin gefragt wegen Iron Lungs. Also Ben hat Iron Lungs, das ist richtig, hat er glaube ich von Anfang an. Er hatte Strong. Und wie gesagt, wenn er nochmal Level uppen würde, auf, wenn er bis Level 3 kommt, kriegt er nochmal plus 2 Fatigue Recovery per Turn als Kultist. Das ist halt super stark. Deswegen kann Sepp auch so viel angreifen. Er hat übrigens kein Schild mehr, sehe ich gerade. Ups. Wir müssen ihm irgendwie das Schild gesplittet und ich habe es gar nicht wieder aufgefüllt. Hoppala. Genau, also daher kommt die... kommt die Variante Adventurous Noble. Du bist sogar extra hier... hast aber nur eine 230er Rüstung. Die müsste halt, eigentlich mal besser werden. Die müssen wir mal noch irgendwie eine 300er Rüstung kaufen. Wenn wir das Geld zusammen haben. Bringt das eigentlich mir ein Standing? Wir waren jetzt in Tanvir. Bringt mir das ein Standing? Protected Caravans? Nope. In der Arena-Fight bringt mir kein Standing mit den Jungs hier. Was übertragen? In Hakim. Ist das nach Osten, das Ding? Ja, das können wir machen von mir aus. Für deine Happiness machen wir das. Tempel, Alchemist, Weaponsmith. Nope, nichts Spannendes. Gibt hier wieder besser die Southern Maze Variante und den Katar der. Da muss ich noch ein Achievement erfüllen irgendwann mal. Ich hab den, glaube ich, einmal. Auf Ben, oder? Nee. Hatte ich den? Ja, nee, auf Sono habe ich ihn. Ich tausche mal den mal kurz. Ben den hat, weil Ben steht deutlich häufiger dran. Weil da gibt es nämlich ein Achievement für diese Deathblow-Fähigkeit. Die hier, damit jemanden zu töten. Land a deadly hit on a debilitated target to finish it off. Du musst, glaube ich, mehr genau Damage against an ignored armor that have dazed, stunned or trapped in net status. Damit muss man noch immer jemanden töten. Für das Achievement. Boah. Ansonsten ist hier, glaube ich, ein wenig Spannendes. Die Leute kennen wir alle schon. Die haben wir schon alle ausprobiert. Das ist zu teuer aktuell. Von daher, ab geht die Party. Und die Party geht ab. Oh, wir haben wieder... Ey, jetzt sind wir 50 Grad. Eben war es noch 33. Das wechselt merkwürdig hin und her. Aber ich vermute, dass es an den Wüsten liegt. Ich habe immer noch das hier irgendwie auf dem... auf dem Ding stehen. Ist hier. Gilded Soldier recently passed through here. Das ist schon ganz cool zu wissen, wenn das Soldaten sind. Da können wir hinterhergehen, um denen zu helfen, irgendwas zu fighten und ein bisschen XP abzusnacken. Ist eigentlich, glaube ich, sogar am Anfang geiler. Hier, Taxidermist. Hier wieder nichts tun. Tempel, Alchemist. Da könnte ich jetzt Sachen kaufen. Night Owl Elixir, Second Wind Potion. Ne, ich brauche die Potion, Oblivion Potion eigentlich. Will ich haben, aber die verkaufen sie mir wohl nicht. Oder sie haben sie einfach nicht. Es ist die viel sinnvollere Option. Und ich glaube, ich will einen Firepot mal haben, um Leute abzufackeln. Müsste eigentlich gegen sowas wie die Schrats extrem gut sein, wenn die auf dem Haufen stehen. Elden Ring muss ich auch noch spielen. So viele Spiele, so wenig Zeit. Muss halt einfach weniger Battle Brothers spielen, Xan. Muss einfach weniger Battle Brothers spielen. Achso, jetzt gucke ich mal was nach. Weil du mich auch gerade dran erinnerst. Bruno hat es ja gestern schon gesagt. Dass ich ja eigentlich bei Twitch mal... Was? In den letzten zwei Wochen hast du mir gestern noch gesagt, noch 2,5 Stunden gespielt, ja? Und du hast, wo ich es angefangen habe, mal eben 100 Stunden reingesmashed. In das Game. Also... Es ist schon nicht ganz ohne. Ich finde das nicht schlimm, dass man Elden Ring nicht gespielt hat, weil Elden Ring jetzt auch besser ist als am Anfang. Es hat mehr Inhalte, es gibt ein paar bessere Quest-Guidelines. Nee, ich sehe es aber immer, wenn ich auf Steam auf... Hier, Moment, ich zeig's. Wenn ich auf Steam auf Battle Brothers klicke, sehe ich hier rechts direkt, wer das gespielt hat und so weiter. Da steht halt hier 2,5 Stunden bei Xan. Kürzlich von einem Freund gespielt, das hat die letzten zwei Wochen. Das weiß ich. Deswegen sehe ich das.
Und ich wollte mal kurz wegen... Wo sind denn die Badges? Community? Ne, irgendwo Affiliate-Bums? Inhalte? Nein, Einstellungen? Affiliate, da. Bitstufen, Hype-Train, Ranglisten. Kann ich einen Hype-Train ausschalten? Ah, ich kann Hype-Train ausschalten. Aha. Da steht Xan. Statt meinem Steam-Namen hast du mich einfach umbenannt. Ich habe bei einigen Leuten einfach umbenannt, weil es... Ich glaube, das war auch schon ewig her, weil ich es da nicht zuordnen konnte damals. Ich will mal kurz, Moment, Chat nur für Abonnenten, nein. Wo ist denn? Hier keine automatische Werbung. Bin ich doof? Hier, Affiliate, Austausch, nein. Nein! Abonnentenabzeichen, da will ich hin. So. Oh. Ja, okay, ich hab... Ich habe einiges nachzuholen anscheinend. Ja, da kam einiges dazu. Es gibt für jedes halbe Jahr jetzt ein anderes Abzeichen, was ich einstellen kann. Wenn ein Steamman Flolf, Flolf und Flolf sich, klingt doch nochmal besser als Gottesfürst von und zu Flolf. Also ja, hier... Ihr dürft gern was vorschlagen. Ich meine, ich habe jetzt eh mein... Wir können auch den ganzen Badge-Prozess noch... Also die ganze Badge noch mal ändern. Weil ich ja tatsächlich jetzt auch mit Better Band TV dieses The Lion-Branding weggeschmissen habe. Würde ich einfach sagen, könnte man generell mal überdenken, wie wir das machen. Aber das ist ja... Wer hat denn so viele Farbkombinationen? Hier noch im The Line Pullover. Ja, du warst dabei, als es das noch gab. Du warst dabei. Ist richtig. Bin ich was? Gibt ja nicht nur Farm-Kombis? Was willst du von mir? Farm-Kombis? Ja, also wir haben... ich müsste Zeit finden für Badges. Sind wir ehrlich. Achso, und für Emotes auch noch. Moment, da gab es ja noch was anderes. Das sind hier Emotes. Das habe ich bei Emotes. Ich habe 5 kostenlose Emotes, das ist richtig. Ich habe meine Stufe 2 Emotes habe ich. Nee, animierte Emotes habe ich 2 frei. Und wir können noch 2 animierte Emotes machen. Emote fertig, dann muss ich noch rausschneiden. Aber erst das Clap Emote. Ach, nicht nur Farbkombis. Kenn einen, der hat einen Burger, der dann bei 2 Jahren verschimmelt. Follow-Emotes, die du sicher belegt. Nicht. Doch, ich hab Standard-Follow-Emotes. Doch, die habe ich belegt. Animierte Emotes für Sportstream gestern. Also, wo ich so schön gerannt bin, könnte man machen. Das aber die Pulswellenreiter als Community-Bezeichnung war toll. Du bist der Erste, der mir da Feedback gibt, dass das irgendwie cool war. Habe ich jetzt schon so ein Ding gekauft? Ich glaube nicht, ne? Problem war, glaube ich, nur, dass die Abkürzung mit PWR als Power gelesen werden konnte, was ich eigentlich ganz witzig fand. Aber ich glaube, das gab es in manchen Spielen so mit White Power und so, könnte man da Dinge missverstehen. Ich kaufe mir mal einen Firepot, einfach mal wieder gegen Schratz oder sowas reingehen. Einfach nur dafür, um es auf Reserve zu haben. Ein Firepot. Ja, jetzt so ein bisschen die Frage, was man bei Betterband als Community-Bezeichnung nehmen könnte. Eine gute Idee, Armorer. Guck mal, ein legendärer Helm, Xan. You want it? Famed Lizard Headpiece, unaffected by acidic lindworm blood? Das ist doch was für dich. Kostet nur 24.000. Better Plebs. Fick dich. Oh Mann.
Also ich habe die ganze Zeit schon erwartet, dass es irgendwann... Ich habe den ja schon ein paar Mal gesehen. Genau diesen habe ich schon zigmal gesehen, gefühlt. Also zigmal ist übertrieben, aber ein paar Mal jedenfalls. Better Plebs. Könnte man natürlich nehmen. Aber ich würde euch eigentlich nicht beleidigen. Better Human Beings. Help me out. 1800 plus 450. Escort Caravan nach Dulmen. Das ist aber weit weg. Was haben wir hier? 1350 sieht ziemlich okay aus. Terrorizers. 1350 sollten wir hinkriegen. Let's go. How hard can it be? 419 ist, glaube ich, schon wieder kind of okay. Noch mal ein bisschen essen. Wir wieder zurückkommen. Rechtzeitig. Und was? Es wurden keine Daten zurückgegeben? Aha. Warum? Hä? Es wurden keine Daten zurückgegeben? Was ist das denn? Sigius? Moment. Ach, das ist, weil Sigius Punkt ist. Ach, dammit. Ach, Twitch. Twitch, du machst mich fertig. Ich muss einen kurzen Alert hier. Warum kommt der jetzt eigentlich? Die Bendler Brothers? Ihr habt komische Ideen. Chat-Commands, Custom-Commands. Und zwar... Hä, ich hab da schon ein Leerzeichen dazwischen gemacht. The fuck? Ah, das ist ein anderer Command. Was? Moment. Das ist das hier. Das ist die Person, die Follower-Emotes gemacht hat. Und ja, es sind Apex-Emotes. Nicht darüber wundern. 20 Nachtzehrer. Es wird aber gerade dunkel. Dann würden wir, glaube ich, in dem Fall nicht dich haben. Sondern... Ich würde mal vermuten... M-Lane, let's go. Was ist denn jetzt los? Warum haust du auf den Tisch, Sono? Was geht ab? Was ist los? Wie kann ich dir helfen? Alien Dance? Was? Alien Dance? So kein Dance. Das ist Smash. Genau. Die Emotes. Die Xander gerade entdeckt hat. Hat schon mal keinen Bock mehr, finde ich gut. Hat nicht gehittet. Sad life. Alter, what? Is happening? Ja, du wartest mal kurz. Sacred. War das mal, ob die noch weiter rankommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie sind immer vor mir dran. Jetzt habe ich gerade meinen Dude da gekockblockt. Das ist ein bisschen dumm gewesen. Du hast 7 TV sogar? Was? Meinst du 7 TV? Meinst du Franker Faces oder? Ich hab kein 7 TV. Better Twitch TV habe ich, wenn du das meinst. Das habe ich. Ist richtig. Ich hab The Bonkening verkackt. Wenn ich hier rangehe, hat er keinen Lone Wolf mehr. Wir müssen warten. Stell dich mal hier hin, damit du nicht ganz so umarmt wirst. Ein Alien Dance bei dir im Steam Overlay. Im Stream. Das Stream Overlay hat, glaube ich, sehr, sehr viel. Aber ich hab's nicht. Ich hab Frank of Faces und da ist es anscheinend nicht drin. Und jetzt muss ich mir selber angucken, was ich in meinem Steam. Ah, das Alien Dance. Ah, spannend. Nee, hab ich nicht. Also ich sehe es nicht. Stapeln die sich hier komplett zwischen uns.
Das ist ja nicht ganz so geil, wie ich das wollte. Draufstellen. Immer draufstellen. Unser Königreich sieht auch nice aus. Wir liegen an der nordöstlichen, westlichen, südlichen und östlichen Grenze von den drei Empires. Was? Und keine Handcannon ausgerüstet. Das ist richtig. Doch jeder Better Twitch TV, Frankerface und 70. Ich meine, 70 höre ich gerade zum ersten Mal, Sono. Literally zum ersten Mal. I don't know what that is. And I don't know how to use it. Okay, du gehst hier wieder rum. Und du musst hier auch helfen. So, ist die Frage, wollen wir einfach versuchen zu hidden? Weil, ich glaube, für einen Einzelnen lohnt sich's nicht. Oh, der Damage! That's a lot of damage! Der will fressen. Halt uns mal fest. Das waren so schöne sechsfache Hits, ja, ne? In Mountain Blade Bannerlords. Stimmt, der hat hier ihn gerade direkt auf Fliehen geprügelt. Ja, kommt ran, kommt ran. Wir machen das schon. Ja, umstellt den richtig. Der macht das dann. So, wo fangen wir jetzt an? War nicht bei dir. Vor allem nicht nur der geht auf Fliegen, sondern 1, 2, 3, 4 andere auch. Weil der geprügelt wird, das ist... Das ist so übel. Oh, ich feiere das so hart. Storik und Batania haben jeweils nur noch ein Holding, der Rest von ihnen ist kusaitisch und asaraisch. Von Azarai haben wir zwei Holdings genommen und im Empire erst zwei Städte eingenommen. Okay. Immer mit Platt nebenbei. So, jetzt haben wir hier nur noch Leute, die... Na gut. Whatever. I guess. Kill is kill. Dammit. Die haben alle echt null mit Bock mehr. Schnitz, Schnitz, Schnitz. Das war ein 78er Roll. Ach, dammit. Ja, du schaffst das ja wohl da unten. Wir müssen hier ranlaufen. Wir brauchen die Hunde, Leute. Sie rennen weg. Wir brauchen die Hunde. Holt die Hunde raus. Oh. Ja, gut. Nicht mehr das größte Problem. Du hast keinen Hund, ne? Nee. Du hast auch keinen Hund. Und du hast vor allem keine Trefferchance mehr. What the fuck? Bonk it. Ho, ho, ho. Ich liebe die Wars Guide. Schlitz. Du hast auch kein Hund. Schlitz. 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 Hallo. Hier geblieben. Wäre auch meine oberste Priorität als Azarai, statt die komischen Empires anzugreifen. Achso, ja, die KI macht da manchmal komische Dinge, das ist richtig. Beim Mountain Blade. Wo sind meine Wuffis hin? Wuffis?
Er hat ja auch kein Wuffi. Ich meine, Wuffi ist nicht in Reichweite, kann er sein? In Einsatzbereitschaft. Nope. Keine Wuffis nirgendwo. Literally kein einziger. Hä? Ich müsste doch Wuffis haben. Bin confused. Aber Sepp hat ein Level Up. Geil. Und wir haben hier noch ein bisschen Stuff für Snake Oil gekriegt. Das war machbar. Und für 1300 echt ein kurzer Auftrag. So, kriegst du das Killing Frenzy noch für ein bisschen mehr Damage? Damage? Oh, nochmal plus 3. Yes! Oh, und nochmal mehr Ausdauer, würde ich sagen. Nochmal plus 4. Killing Frenzy, I guess. Du bist ja hier schon gut dabei. Killing Frenzy for more damage. Damage, Damage. Ja, also die KI in Mountain Blade Bannerlords ist manchmal ein bisschen weird. Dann hast du plötzlich komplett verteilte Reiche. The soft steps of Vizier walking over. Welcome you into his throne room. It's fit. Okay. Yet you are brought in anyway, pausing briefly because you are not sure if the crowd can take it. You shrug and then spill out the Nachtzehrer's remain. The froth of blood and guts and heads puddles across the floor. But not a peep comes from the onlookers. All you can hear is the soft steps of Vizier walking over. He stares at the remains, hands clasped before him like some scientist. Then he snaps his fingers and a horde of servants come over and clean up the mess. One man with a quill, pen and papers makes notations. When all is said and done, the Weasel returns to his throne. Wir durften in den Thronsaal rein, während Leute drin waren. Vorher war es immer so, hey, wir mögen euch nicht, haut ab. Nice. Wir kommen langsam, glaube ich, an einen Punkt. Der Dulmen. Dulmen ist halt am Arsch der Welt. Gut, aber so kommen wir halt wieder hier raus. Von daher, let's go. Let's go. Dafkur Presence. Request the sacrifice by speaking to but showing. Abbruch the Cultist. Oder Ludefisk the Raider. Ja, wir werden jetzt jede Menge Leute verlieren, wenn wir nicht saufen können. Von daher, Ludefisk wird man sowieso verlieren. Ludefisk it is, und wir werden jede Menge gute Leute verlieren. Unseren Lone Wolf zum Beispiel, der wird jetzt abhauen. Weil die viel zu schlechte Laune kriegen. Nee, du bist ja Hochlevel, du bist ja schon ein Kultist. Wegen Ludefisk. Ja. Xeli, So Sacred, Zwubel und Code werden wir verlieren, aber wir haben Sono auch als Kultist. Als Acolyte of Dafkul. Und M-Lane ist noch ein Fanatic und alle anderen sind happy, aber die vier werden wir verlieren. Die vier werden wir verlieren. Das war das dritte Opfer-Event. Da ist Code Blue abgehauen. Also wir kriegen, glaube ich, unsere Klamotten behalten wir natürlich trotzdem. Die schmeißen sie einfach hier rein, aber es wird sehr unwahrscheinlich, dass der hier mit 6% nicht abhaut. Also im roten Bereich dauert es eigentlich nie lange. Das Zwubel abhaut ist ein bisschen schade, weil da war eigentlich echt ein guter Backliner mit der War Skyden. Die habe ich echt gemocht. Da ist Xeli weg. Achso, wir sollten vielleicht auch die Reihen wieder auffüllen hier. Zack. Und zack. Alle anderen sind halt, ne, unsere Kultisten sind halt übel happy, aber The Sacred. Müssen unsere Aufstellung anpassen wahrscheinlich. Und wie gesagt, Zwubel wird auch noch abhauen. Du hast schon die X-Mastery, ne, leider. Ja, ja. Ich hab euch beiden die X-Mastery gegeben. Na gut. Das ist einkalkuliert. War halt ein bisschen ungünstiges Timing, aber wir müssen ja jemanden opfern. Wir kommen da ja nicht raus, ohne jemanden zu opfern. So, jetzt haben wieder nur noch Kultisten in unseren Reihen. Da haben wir ein paar gute Leute verloren. Und jetzt kriegen wir hier jede Menge. Was sind denn das? Wie viele? 11 Goblin Raiders? Okay, die haben gar keinen Bock auf uns. Goblin recently passed through here. Okay, ich sehe dann an der Hand der Sachen, was für ein Viech es ist. Ugh. For Second Coven. Oh. Da kommen die Goblin Raiders. Okay. Wir haben witzigerweise genau 12 Kultisten. Alter, das ist doch nicht dein Ernst.
Was für eine eklige Scheiße. Alter, geht ihm auf den Sack. Dann kommen wir jetzt ewig nicht ran, weil die AP klauen damit. Wir kommen dann vor allen Dingen ewig nicht ran, aber die südländischen Karawanen kämpfen zumindest ordentlich mit, die haben ordentliche Leute dabei. Und sind nicht ganz so... jetzt reicht's aber langsam, Leute. Ich glaub's hackt. 24, ey. 34. Ja, Abbruch, da müssen wir noch ein bisschen üben. Sind wir ehrlich, da müssen wir noch ein bisschen üben. Buffy direkt reinstellen. Der kann schon mal ein bisschen mitmachen. Der Bonkening geht nach vorne. Wir holen hinterher die Leute. Steppen wir dahin. Ja, du hast halt keine AP, ne, Sepp? Wir werden einen Hund nehmen sollen vielleicht. Hier dürfen wir hin und können dann noch den Hund setzen. So. Ja, natürlich wieder gefangen. Ach, ihr seid doch alle scheiße. Ja, das kannst du, glaube ich, ziemlich eklig angegangen werden. Ricky. Da war ein 77er-Hit. Was soll das? Warum schlägst du vorbei? Der nächste, der gefangen wird. Die steppen sogar raus, die Schweine. Dann werden wir überall Netze haben. Oder auch nicht überall. Kacknetze, ey. Die alle rumsteppen können. Aber wenigstens sind sie zum The Bonkening gegangen. Aua. Sollte uns ein bisschen helfen. Ach, come on. Hinter den Schilden. Du wartest noch mal ein bisschen. Wir hier nämlich ransteppen dürfen. ...55, 48, 51... Ja. Wir haben alle noch diese blöden Goblin-Schilde. Ach, du hast ja keine AP mehr jetzt, wenn du das machst. Das ist echt unangenehm. Abbruch! You need to hit! Nun, Armed with a shield. Weg mit deinem scheiß Schild. Seppan hat keine AP für irgendwas. Wir können hier noch einen Step machen und dann dem noch mal ordentlich einen mitgeben. Geil. Ach gut, die Hunde. Die könnte ansnipen. Das ist okay für mich. Der hier steht ein bisschen ungünstig, was ich hier reinschießen können von hier hinten. Aber ich glaube, der hat eine, der das kann, hat schon geschossen und nicht getroffen, zum Glück. Ich hoffe mal kurz, bis die Hunde weg sind. Weil die werden ja auf jeden Fall weggehen. Und jetzt. Ach du, da ist noch ein Fernkämpfer. Ja, dann rein da. Also der Hund wird auf jeden Fall weggehen. Oh, der hat seinen Kopfschmuck verloren. Er hat Glatze in Wirklichkeit. Ich muss nur den Esel bewachen, ne, für die Güter, oder? Der Rest ist wurscht, soweit ich weiß. Der ist ja bis auch sehr weit reingegangen. Kann man ja nicht einfach nicht anders sagen. Er hat es ein bisschen übertrieben, der gute Mann. Abbruch! What are you doing? So kriegst du keine neue Armbrust von mir. Okay, nehmen wir mal, Leute hinten alle gerade nicht.
Ich verstehe es nicht. Alter! Keine Ausdauer mehr zum Attacken. Hallo. Juden, ich steppe hier mal rein. Also drei Hits schon nicht zu treffen bei 40%. Ja, voll Idiot. Voll Idiot. Oh, der hat auch keinen Bock mehr. Finde ich gut. Hör da mal rein. So, Bonkening, please. Bin so traurig auf so vielen Ebenen. Ja, finally, da war noch ein Hit. Sehr gut. Er hat keine Ausdauer mehr, um da weiter reinzugehen. Hier doch. Ey, jetzt hab ich mir den Kill geklaut, ihr Schweine. Das wär doch nicht mein raus. Ich glaub, es hackt. Swappt der meine Leute raus. Glaub, ich spinn. Ich glaube, ich spinne, ey. Hallo. Die Ex machen so viel Arbeit, ne, wenn die so von hinten einfach reinklatschen. Hm. Ja, der ist dann irgendwie wurscht. Der muss ein bisschen weit laufen. Ha, guck mal, jetzt kann ich ihn raus. Switchen. Viel Spaß da hinten. Meine Kills. Sag ich doch, meine Kills. Fancy. Gehen noch einen Schritt ran. Bevor wir schießen. Also das ist irgendwie nicht wert, Abbruch. Das hat ein Hund reingeswitcht. Fuck, dude. Instant Kopf ab. Was war denn das für ein Crit? Der hat einmal zugehauen, der ging da noch volle Rüstung Kopf ab. Instant Kopf ab. Einfach weg. Ach, dammit. Jetzt bin ich wieder hier Müll drin, ne? Die Sachen sind, glaube ich, das wert. Ne, die hier sind das Wertvolle. Und ich glaube aber auch die, ne? Ne, die Bögen sind mehr wert. Die Bögen sind mehr wert. Wegen Bogen ganz nach oben. Was haben wir hier noch für Müll irgendwo rumliegen? Ja, wir haben nicht mehr so viel Müll. Wir brauchen mal wieder Platz. Ist halt nur 180 wert. Sind die mehr wert, glaube ich, wenn ich die repariere? Woodcutter Axe. I don't know. Achso, ja klar, wir haben unsere ganzen Sachen von unseren Dudes jetzt hier hingeklatscht. Goblin Poison finde ich gar nicht so geil, will ich eh nicht mehr haben. Ja. Zack, zack, zack. Für den Fall, dass wir hier irgendwie mehr mitnehmen. Ich glaube, ein bisschen was nehmen wir noch mit. So, müssen wir unseren Stash wieder aufräumen hier. Zack. Habe ich jetzt jede Menge Rams dabei. Eher gar nicht notwendig. Die ganzen Schilde hier, die wir jetzt haben. Und Rüstungen. Wir haben jetzt viele fette Rüstungen. So, Killing Frenzy, let's go.
Und Sonics kriegt noch hier was. Plus 3, plus 3, plus 4. Let's go. Hab ich nicht eine bessere Rüstung? Ich hab eine bessere Rüstung für dich. Hier, zack. Schön dicke Rüstung anziehen. Schön, schön, schön. 170, das ist eine 230er. Achso, du kriegst auch noch einen Perk. Ein Perk. Ja. Ich sehe dich eigentlich schon, dass du auf dem Ding bleibst, auf dem Kopesch. Das ist ein Cleaver, ne? Ja, dann kriegst du jetzt die Cleaver Mastery. Dann kriegst du jetzt die Cleaver Mastery. War der Spruch, den ich im Kopf hatte, irgendwo erkannt, kannte ich das. Ich wusste noch nicht woher, aber jetzt weiß ich es wieder. Okay, und woher? Jetzt bin ich interested. Ja, die Fenstersache hat sie jetzt auch erledigt. Also das Fencing fand ich nicht spannend. Das fand ich irgendwie nicht spannend. Sealots in StarCraft. Ah. Ja. StarCraft habe ich sogar mal gespielt. Dann könnte ich das daher auch kennen. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwo... Ich habe gar keine so gute Rüstung. Ich meine, wir haben eine 230er Rüstung noch. Nochmal. Die Frage ist, will ich das irgendjemandem geben? Sepp vielleicht. Der hat jetzt eine minus 14er und eine minus 30er, das ist halt das Doppelte. Da sehe ich ihn irgendwie nicht. Ben hat noch die Kultist-Kutte sogar an. Hier, bei dir sehe ich das, Topsy. Let's go. Dann haben wir hier nur 165er, die wir übrig hätten. Und vor allen Dingen ein paar davon, die wir vorher vergeben können einfach. Wenn wir die Leute ein bisschen mehr Glauben entwickeln. Du hast auch die Kultistenkutte. Sun hat überhaupt keine Defense. Du hast eh keine Ausdauer, also kannst du auch nichts mehr tragen. Hier müssen wir sogar dir eigentlich die Sachen wegnehmen, die du jetzt trägst. Dann hast du aber gar nichts mehr an Ausdauer. Hier, du nimmst mal... Muss man ein bisschen verbesserte Kutte rein. 140, das sieht doch ganz gut aus für einen Backliner. Und immer noch einen Hund übrig. Hier, M-Lane. Hund für dich. So, außerdem können wir die Sachen verteilen. Bei den Pole Arms, weil die können meistens attacken und dann trotzdem noch die Heilung machen. Und ein Gegengift. Bitteschön. Hier haben wir auch noch was. Ricky kriegt nochmal hier so einen schönen Anhänger, Erinnerungsanhänger. Ja. Ja, sollen wir gute Leute suchen. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir die ganze Zeit schon sind. Gute Leute suchen. Leider Gottes. Hier komme ich nicht rein. Hier fahre ich immer nur vorbei, gerade so. Aber es ist trotzdem geil, dass wir das dritte Event jetzt davon hatten, das Opfer-Event. Ich würde es auch direkt nochmal nehmen, so ist nicht. Wir sollten eigentlich ein paar Opferlämmerchen immer dabei haben, die nicht Kultisten sind, damit wir nicht unsere Kultisten opfern müssen. Das wäre ganz schön dumm. Wenn wir da mal einen guten Kultisten opfern? Will ich nicht. Will ich nicht. Nomads recently passed through here. Okay, wir sind einfach Nomaden unterwegs, das ist klar. Wer müssen wir denn noch? Ach du Scheibenkleister. Ja, und das ist Nacht, wo wir in Sonnenwehr sind? Na, super. Ich glaube, unser Essen wird schlecht. Wollten wir was zu trinken holen? Bin ein bisschen müde, weil ehrlich gesagt hätte ich erst gestern echt noch Bock gehabt, weiter zu zocken. 25 Undead! Yo! Yo! Mit einem Necro. Und alle gehen auf uns. Alle gehen auf uns. Ist die andere Karawane auch mit drin? Die andere Karawane ist nicht mit drin. Moment, nee, es sind nur 15. Die 25 sind nicht dabei. Ja, wir warten mal kurz. Ich glaube, das ist aber das mit dem Necro. Das wird bitter. Sind wir mal ehrlich.
Ah, du kannst jetzt warten. Kommt mal ran, meine Freunde. Wir hätten Abbruch hier hochstellen sollen. Nicht gemacht. Jei, das könnte... problematisch werden. Hier hat irgendwas noch der Necro, der hat nur noch ne... Der kann eigentlich was machen. Warum macht er noch nichts? Aus dem Krankenbett. Also, gute Besserung, Sili, und wunderschönen guten Morgen. Nicer Hit. Nicer Hit. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, wir bleiben einfach in Position. Ich glaube, wir könnten das so eigentlich ganz gut halten. Du gehst mal hier runter, damit wir im Zweifel einen Backliner da hochpacken können. Ja, der Necro macht nichts. Das irritiert mich ein bisschen. So, nun kann man versuchen, den Necro zu holen. Er sollte das packen. Irgendwo Magen da. Also rein von Anzeichen her ist es das. Ja, wie gesagt, gute Besserung und so. Das tut mir echt leid. Das ist immer sehr bäh, sich sowas zu holen. Schieb mir alles schön nach unten. Du wartest. Kommt ran, meine Freunde. Das sind echt viele, ne? Das darf man nicht ganz unterschätzen. Wir müssen eigentlich die Backline aufräumen. Aber kann das sein, dass der Necro die nicht verbessern darf? War doch ein Necro, oder bin ich doof? Moment. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Wenn ich richtig komme, komme ich auf 13. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja. Aha. Was? Was ist denn das für ein Ding? Ist das scheiß Ernst? Das ist... Aua. Dass er den verbessert hat? Das ist ja super weird. Ancient Soldier kann er nicht possessen. Das ist doch sehr, sehr gut dann. Für uns. Würde ich mal behaupten. Wir glaube ich einen Schritt hier hochgehen für die Moral. So. Roundhouse Kick haben wir nicht. Der sollte zwei Runden gestunt sein. Und wir wechseln mal hier die Seite. Wenn wir einen Hund machen, können wir sonst nichts mehr tun, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Unkraft geht nicht besser als die Nahtoderfahrung Männergrippe. Musste daher aber bei meinem Sohnemann heute absagen. Das ist verständlich. Wie gesagt, ich wünsche dir gute Besserung. Und du fängst mal hier an, die wegzuschnetzeln, würde ich sagen. Wir hätten vielleicht bei den gleichen anfangen sollen. Die Schilde zu splitten. Dann machen wir den erstmal weg. Machen wir den einfach mal weg. So, das Schild ist down. Du stehst an meinem guten Zweihand-Bumsi dran. Use Potion. Mein Wuffi hat Bock. Das ist fein. Abbruch trifft. Sehr gut. Aber wiederbeleben kann er sie. Aha. Possessen kann er sie nicht, aber wiederbeleben kann er sie. Spannend.
Da ich den Hund setzen können, dammit. Aua. Jetzt sind die am Kontern, ey. Ich glaube, ich werde nicht wieder. Sind wir nicht am Kontern? Weg mit dir. So, wer ist dran? The Bonkening ist dran. Machen wir das Schild weg. Jetzt wäre ich halt von hinten zu tot gespießt. Aua. Ja. Blitz Shield. Wuffy. Wuffy lenkt ab. Oder macht einfach ab und zu mal ein bisschen Damage. Dass der nicht auf Sono geht hier hinten. Nice, Wuffy hat einen gekillt. Blitz Shield. Ich halt auf den. Wenn du da unten dich irgendwie verteidigen willst. Aber wieder ein Hit dabei, sehr schön. 77er. No! Dann so. Hat sogar gehittet. Für den Overwhelm Stack. Ja, darf leider wiederbeleben, die Jungs. Das ist ein bisschen unangenehm. 93 nicht gehittet, weil er 95 rollt. Ich gehe am Stock. Oh Mann. Dafür kassiert dann meiner noch 2 Hits. Ist echt unangenehm. So, jetzt kommt Sono aber ran. Ich kann anfangen, den aufzuschneiden. Das finde ich eine gute Option. He dead. Also wenn die hitten, ist das echt unangenehm. Aktuell hitten sie natürlich noch nicht so oft. Ja, und du hast halt Topsy schon keine Ausdauer mehr mit seinem dicken Keule da. Du hast auch keine Ausdauer mehr, Mozzarella Bräune. Das ist ja alles doof. Okay, da kommt jetzt rum. Mmh, 57, 52, tja. Den machen wir halt schon die ganze Zeit, machen wir ihn mal rund. Bild weg. 95er Hit. 37, warum war denn das so scheiße jetzt? Einmal overwhelmed. Ey, hör auf mich raus zu switchen. Wobei, in dem Fall gar nicht so schlecht. Eher ein bisschen tanken. Würde ich sagen. Ja, wir müssen einfach vom Rand her anfangen, würde ich behaupten, oder? Deswegen Schild weg. Das ist echt eine langgezogene Fight hier. Aua. Achso, das ist ja gar nicht meiner. Das ist ja gar nicht meiner. Das ist ja nur halb so wild. So, Necro aufgeschnitten. Sehr schön. 95er. Yes. Runde 5 langgezogene Fight. Ja, weil jede Runde ewig dauert, weil es ja unfassbar viele Leute sind. Auf meiner Seite und auf der Gegnerseite. Also finde ich schon, das ist ein langgezogener Fight. Das fühlt sich lang an. Bonk it. Ja, und die Ausdauer geht zur Neige. Also daran merke ich schon, dass der Fight langgezogen ist und die Gegner ein bisschen Rüstung haben.
Wieder was vom Hund gekillt. Das ist nicht optimal. Sind wir ehrlich. Geht da, damit er hier reinlaufen kann. Zack. Gehen wir einen Schritt raus. Können wir nicht gehittet werden. Können wir vor allem für die ihn dann noch gehen. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir eigentlich laufen müssen mit ihm, damit er was hitten darf, sonst schießt man uns eigenen Leuten in den Rücken. Pack mal Abbruch mal dahin. Du wieder reinläufst, war irgendwie abzusehen. Weg mit deinem Schild. Ja, hau ihn! Jetzt, wo du kein Schild mehr hast, kannst du endlich frei kämpfen. Wir wollen unseren Zweihand-Dude da reinholen. Kopf ab, bitte. Yes, damit er nicht wiederkommt. Er wird übel zerlegt. Der wird übel zerlegt. Keine Ausdauer mehr, um anzugreifen. Ach du Scheibenkleister. Macht einen Step und hat nicht mehr genug Ausdauer zum Angreifen. ...95er daneben, das ist so ein Meme. Hat 100 gerollt auf 95er Chance. Oh Mann, ey. Na gut, dann kann hier Abbruch noch einen killen. Sag ich doch. Sehr gut. Sehr gute Aufteilung, da sehe ich uns. Ich glaube, der könnte es hier oben nicht überleben. Wenn er ein bisschen Pech hat. Mit ein bisschen Pech überlebt ihr das nicht. Weil die beiden werden ihn, glaube ich, noch angreifen. Okay, never mind. Einer davon will ihn noch angreifen. Achso, ja, du bist natürlich jetzt hier ein bisschen useless. Dass der Hund wieder den Kill macht. Dadurch kriege ich weniger XP. Bei XP, glaube ich, aktuell nicht mehr so sehr unser Problem ist. Immer fair. Immer fair. XP haben wir, glaube ich, hier noch gekriegt. Du kommst da nicht ran. Ja, es sind zu viele Leute auf dem Haufen. Patz. Ja, Topsy hat ein Level up. Und wieder jede Menge Loot, den wir nicht mitnehmen können. No! Put das weg. Das wollen wir haben. Broken Engine Plate. Das wäre eine bessere Version, das ist eine schlechtere. Kann nicht mal den... Ach, dammit. So ein Kack. So ein Kack. Aber wir nehmen das ja noch mit. So, wir haben noch einen Platz. So, nehmen wir das schon mal sicherheitshalber mit. 282, 600. Gehen wir davon aus, dass der Helm das meiste wert sein. Das ist noch 130er Helme. Ja, jetzt kommt direkt noch die nächste Undead-Aktion, glaube ich. Die werden uns, glaube ich, direkt nochmal ins Gesicht springen. Ist so mein Gefühl. Wenn ich das so sehe. Du hast eigentlich keinen Berserk gekriegt. Ne, die haben nicht mitgemacht. Finde ich gut. Das finde ich eine gute Option. Dankeschön, Spiel. Das ist sehr nett von dir. Das ist fair. Sehe ich ein. Ich hab gerade euren Nekromanten kaputt gemacht, dann will man nicht mehr fighten. Ja, danke. Da ist noch ein Kultist.
Hier ist ein Hedge Knight für 5000. Das ist The Bonkening 2.0. Try out. Ja. Den nehme ich. Plus Hitpoints, plus Experience gehen, den nehme ich sowas von. Zwei Sterne, zwei Sterne. Komm her, mein Freund. You are welcome, you will become a cultist. Ja, ne? Uff, ist der nice, dachte ich mir auch. Hat schon eine 200er Helm, 110er. Let's go. Die Frage ist, ob wir ihm... Er hat aber kaum Defense bisher, von daher werde ich ihn, glaube ich, erstmal damit, also mit einem Schild ausstatten. Und einem Schwert. Erstmal. Ganz ruhig. Keine Hektik beim Zuschauen. Ja, erstmal. Ganz entspannt. Wir machen das noch anders. Das wird noch. Du hast eine 110er Rüstung, wir haben eine 115er Rüstung. Das ist schon mal die bessere Variante. In 200er Helm, den kannst du einfach behalten, würde ich sagen, erstmal. So, auf jeden Fall kriegst du Kolossos. Der ist auf Level 1 oder auf Level 2 auf 93 HP, ey. Uff. Plus 3, plus 3. Oh. Gehen wir jetzt für HP. Gehen wir den auf Nimble Dodge? Wahrscheinlich immer den auf Nimble Dodge bei so viel HP. Oder halt auf Fatigue. Ja, ich glaube, ich hätte gern mehr Leute, die overwhelmen können. Und dann brauchen wir ein bisschen Nimble Dodge. Dann nehmen wir die plus 4 HP hier noch mit. 98 HP auf Level 2, ey. Uiuiuiui. Der hatte sogar extra HP und kriegt Experience extra. Yes, 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 yes. So, jetzt müssen wir mal irgendwie sehen, dass wir den auch einsetzen. Damit er ein bisschen Level kriegt. Nehmen wir Sono raus oder nehmen wir Masumodo raus? Beide, glaube ich, auf einem ähnlichen Level. Ben the Leader würde ich jetzt eigentlich nicht rausnehmen wollen. Wie viel? Hast du sogar 42 davon. Ja. Tonics ist eigentlich auch ganz gut dabei. Wir nehmen mal Mozzarella Bräune, tauschen wir mal. Der hat ein bisschen Verletzung. Ja. Und mein Fisch vergammelt gerade. Ich habe Gammelfisch, Leute. Wer will Gammelfisch? Hier, Gammelfisch. Gammelfisch und Gammelwurzeln für alle. Und noch ein bisschen Gammelreis. Juhu. Ups, das war das Falsche, aber wurscht. So, wie ist hier Preise? 17. Ja gut, wir müssen unser Inventar leeren. Also von daher viel Spaß mit dem ganzen Kram. Sortier mal bitte. Das nicht. Die Dolche werden wir noch brauchen, denke ich. Die Schwerter können alle weg. Die ganzen Goblin-Sachen können weg. Der Dolch kann weg. Die super schweren Helme können weg. 110, 110, 110. Ja, ich glaube, die 90er brauche ich nicht mehr. Wenn ich so viele andere Rüstungen dabei habe. Sogar ein 240er Helm. Warum habe ich den niemandem gegeben? Und ein 250er Helm. Wir sollten vielleicht mal kurz ein bisschen aufpassen. Das kann weg. Ja. Ja, die Helme sind natürlich 215er hast du, ne? Du kriegst jetzt einen 250, ja, Topsy. So, wir haben noch einen 240er Helm. Wollen wir den jemanden geben? Du hast 230. Haben wir einen 230er Helm übrig? Ist der? Du hast leider nicht mehr genug Ausdauer, um noch mehr zu tragen. Bei dir ist minus 11, minus 15 sollte noch gehen. Dann haben wir jetzt einen 180er Helm übrig mit minus 11. Ja. Jopp. Haben wir eigentlich als Reserve dabei. 165er Rüstung. Wir haben doch eine 165er Rüstung, aber die kannst du eh nicht tragen wegen Gewicht. Ja. Frag mal, verleih nix. Was? Verleih nix?
Wer ist ein Verleih? Nix. Also, ich vermute, das ist jetzt irgendwas aus Asterix und Obelix, I guess. Ich glaube, die Pole Mace werde ich nicht behalten. So, das können wir auch mal verkaufen, hier, das Ding. Die schleppe ich schon so lange mit mir rum. Wir haben zwei Long Axes, da brauchen wir eigentlich keine dritte Long Axe. Die werden wir auch verkaufen. Wir haben die Wars Guide, wenn wir einen neuen Ranged haben wollen. Der Fischhandel aus Asterix und Obelix, der laut dem Schmied nur vergammelten Fisch... Ja, an den können wir das jetzt gut verkaufen. Achso, hier, Fencing Sword finde ich auch doof. Liegt auch raus. So. Ja. Haben wir den ersten guten. Hier ist direkt noch ein Hedge Knight. LOL. Ja, wir haben zwei fucking Hedge Knights, ey. Also, wir können mal. Eine Sache kann ich hier mal kurz gucken. Nope, kein guter Rangy. Kein guter Rangy. So, dann brauche ich wieder Geld. Karawan to Windfall, zwei Tage nach Nordwesten. Ich will mehr dafür haben. Noch mehr dafür haben. Okay. Das wäre machbar. Wir müssen ja eh da hoch, um mal eine Mercenary-Truppe platt zu machen. Müssen wir da oben rumgurken. Weil wir wollen ja nicht unsere guten Beziehungen kaputt machen. It's not enough important to garner answering attention, which isn't why I'm looking to assess in the first place. Going to Kaiwan da at Daenors. Das ist so ein Schmuggelauftrag, oder? Excellent. Unfortunately, I don't expect it to be quite like that. It's of enough importance to kind of answer attention. Okay. Kaiwan, das ist ein ganzes. Dann gebe ich einen Tag nach Nordwesten. Ein Tag nach Nordwesten wäre für mich auch okay. Wo ist ein Kaiwan da? Das ist doch ein Tag. Wo ist denn das? Eine Tagesreise. Das sind mindestens zwei. Bullshit. Und das andere war Windfall. Windfall ist, glaube ich, komplett im Noten. Ja, Windfall ist da. Das ist ein Windfall ist näher dran als fucking Kaiwada. Glaube ich zumindest. Ja, wobei. Als Karawaner wahrscheinlich nicht. Achso, haben wir schon gesoffen? Nee. Und was wollt ihr von mir? Grandfather's Tomb and Hellhole Crypt. Well, well, my so friendly bird here believes that these are repository of for the undead. Now doubt apply named. From these spots spawn all manner of unholies. Go to them, destroy all. Ja, das ist halt noch so eine. Wir kriegen echt viel Kohle dafür. Bin mir nicht sicher, ob wir das aktuell in unserem Zustand schaffen. 4000 wäre halt schon übel. Grandfather's Tomb und Hellhole Crypt. Hellhole Crypt kenne ich schon ewig, glaube ich. Das ist die hier. Gibt's schon ewige Zeiten. Ja, dann nehmen wir jetzt die Karawane nach Windfall und gucken dann, ob wir dort eine günstige Variante finden, Leute zu plätten. Würde ich sagen. Wollen wir hier noch irgendwas mitnehmen? Moment. Die Stoffe lohnt sich, glaube ich, nicht. Sollen wir die Sachen, die schnell wieder verfallen, doch nicht mitnehmen. Haben wir jetzt einfach nur Geld vernichtet, weil ich es gerade gekauft habe, ich weiß. Your man managed to catch a man that tried to make off with some of your supplies. His clothes are but rags and he looks more skeleton than man. What are you going to do with him? Give him a good beating? Put him to the sword. Wir sind eigentlich für einen Blutgott unterwegs. Nach der Logik würden wir ihm kein Essen geben. Außer wir würden noch mit ihm reden und sagen, hey, der Blutgott ist lieb und glaub an Dafkul und sowas. Aber Dafkul meldet sich eigentlich. Das ist, glaube ich, die Es-passiert-nichts-Variante. Put him to the sword. Könnte Leute von uns verärgern. Aber ich glaube nicht, dass Dafkul-Kultisten damit ein Problem haben. Das ist halt höchstens unser neu rekrutierter Dude. Wir machen Put him to the sword. Steve Cowers, you draw your sword, he begs for mercy as mirrored face ripples over the blade fuller and edges. Raise a weapon.
Okay, achso, er will bei uns. Na gut, er kann bei uns anfangen. Wir verlieren Medical Supply. Moment, aber wir haben ihn verloren. Er ist wieder abgehauen, er hat uns einfach nur Zeug geklaut und ist abgehauen, die Sau. Wir haben gesagt, wir verzeihen ihm und er hat uns einfach nur unsere medizinischen Sachen geklaut und ist abgehauen. Was für ein Sack. Sand, danke für die Info. Hier ist alles Mögliche kaputt. Deswegen gibt es genau eine Person, die wir heilen könnten. Ja, und das zu kaufen wird schwierig. Und alles andere ist auch unfassbar teuer. Und ihr gebt auch nichts aus. Unangenehm. Ich wollte wieder die Sachen zum Reparieren eigentlich. Level zum Beispiel dir. Hired by Lunistead. A few Wardogs, Man in Mercy and Master Archer. Ja, die hätte man jetzt theoretisch. Ein wahrer Gläubiger. Er hat im Namen der Kuse gehandelt und dich eben einfach beschissen. Ach, Bullshit. Kommt ihr ran? Ne, kommt nicht ran. Okay. Wie habe ich jetzt die Aufstellung gewählt? Du bist hinten, ja. Ah. Der Thorough Barbarian Thralls. Waren die Thralls die Scheißleute von denen? Ja, ne? Glaube ich. Ein Yashin-Glaube. Ich glaube, die Thralls, ja, die haben keine Rüstung, das sind die absoluten Bobbys vor dem Herrn. Wenn es ist Nacht und sie haben Highground, Abbruch? Nee. Ich glaube ja an dich, aber das hat nicht funktioniert. Moment, ist es ein Blinder? Ist der fucking blind? Der hat die Augen verbunden oder bin ich gerade doof? Damage, kann ich weit genug laufen? Gehen wir auf den Blinden, würde ich sagen. 83 verkackt, ich. Ich könnte kotzen! Ich will den Hund noch nicht setzen, den machen wir später. Geh doch. Leute aufschneiden hier. Weil ich will den, glaube ich, da reinsetzen. Ich könnte Barbar werden, wenn die Musik dauerhaft kommt. Ja. Ein schon niedergeschnetzelt hier. So, du gehst einen Step ran. Du gehst hiermit aushelfen. Ja, ihr bleibt mir schön da hinten. Ach ja, die machen jetzt ihren Adrenalin-Scheiße. Würde ich vergessen, dass sie das können. So, und jetzt noch Wuffi setzen. Der muss mal da oben ein paar Leute ablenken. Nee, ich will Aspo nicht da rein schicken. Koalition, die nur 5 Fatigue kostet statt 25. Ja, das machen sie auch gerade. Rumrotieren. Das machen sie ja gerade. 93. Boah. Einfach 2 Leute getötet. Ganz entspannt. Das ist Ricky. War doch Ricky, oder? Das. Oh, da hat der Hund noch einen platt gemacht. Ja, geil. Komm ran! Komm dran! Da wird gestochen! Mein Dolch braucht ja auch was. So, ach. Ihr seid ein bisschen deppert da hinten, ne? So, Peaks, Peaks, Peaks. So, 41. Ach, Abbruch. Was machen wir nur mit dir? Ich sehe echt schlecht, wo ich hitten darf. Muss ich mal sagen. ...75 platt gemacht. Guten Tag.
Machen wir das mal so. Helfen wir dem Hund ein bisschen. Legen wir mal hoch. Gehen wir mal zu dir hoch. Guten Tag. Hallo. Wie geht's denn so? Ja, Adrenalin am Arsch. Ah, wird. Die sind noch vollkommen okay. Die machen halt nur ein bisschen Armor. Okay, wir machen mehr Armor Damage, als ich dachte. Mal ehrlich. Dass die wechseln dürfen und dann haben die Quick Hands? Ich habe doch was, ich habe einen erweiterten Tooltip. Dass ich so sehe, was die auch haben. Aber die haben keinen Quick Hands, dürfen tauschen und dann trotzdem noch zweimal attacken, ey. Absolute Cheaterei. Na, du stirbst doch so. Bin hier hoch. Noch ein Stun. Die Stuns sind aber jetzt unangenehm. Da muss der Hund da oben Work machen. So, Abbruch. Wo darfst du jetzt nochmal reinschießen? Da? Jawohl. Schöner Hit. Schönes Ohr abgeschossen. Das war nicht nur das Ohr, glaube ich, was da abgeschossen wurde. Oh, halt ein bisschen. Bist ja ein Nahkämpfer. Du wirst rennen, deswegen hauen wir dich. Ich schneide mal auf. Bist aufgeschnitten. Die haben wir irgendwie den Finger kaputt gehauen, während wir auf den Kopf getroffen haben. Weißt du, nutzt ihr eure Frauen auch als Holzkohlefabrik? Glaubt ihr mir keine Lust mehr, die Barbaren? Haben sie die falsche Karawane ausgesucht? Sind wir ach ja, Untoten. Jetzt fängt die Kacke wieder an. Einmal kommen sie wieder hoch, ne? Hast du deine Frau in einen Workshop gesteckt, ja? Wenn du sagst, du benutzt sie als Holzkohlefabrik. Was? Ja. Abbruch hat ein Level Up. Und wir können die Sachen wieder mitnehmen. Sehr geil. Ich glaube, nichts davon wollen wir reparieren, oder? Das hat alles keinen Wert. Ja, das ist alles super wertlos. War halt wirklich nur plus 4. Warum wir hier Defense haben, keine Ahnung. 3 und ja, wir nehmen die plus 4 halt mit, ne? Wenn wir plus 4 kriegen. Die reißt mit mir rum, aber wenn ich schmieden muss und keine Holzkohle mehr habe, macht sie halt nur Holzkohle. Ach, da hat man auch Companions eingesetzt. Bei dem Holzkohle-Sachen, das hatte ich nicht mehr im Kopf. So, wir können jetzt Anticipation nehmen für weniger Wegsniperitis. Overwhelm, Reach Advantage und so bringt uns, glaube ich, nicht allzu viel. Relentless würde bedeuten, dass wir weiter. Aber ich glaube, so viel kriegt er nicht, oder? 4 Fatigue zum Schießen und ich glaube, zum Nachladen, das ist nicht so viel mehr. Die Fatigue anzusammeln ist gar nicht so einfach. Und daher, wir könnten ihm auch Footwork geben, damit er raussteppen kann. Wenn er angegangen wird. Das habe ich ihm immer gegeben, ne? Oder halt Anticipation, also Range. Wobei die gar nicht so schlecht ist mit 20 schon. Kriegt mindestens plus 10 extra. Wäre bei 30 Minimum. Ich glaube, ich gebe ihm Footwork. Aussteppen, wenn Abbruch angegangen wird. Jo. So, weiter geht's. Hallheim gefeidet gegen Barbaren. Die Barbarenmusik ist schon geil. Finde ich auch.
Ich muss mir gleich mal was zu trinken holen wieder. Mein Mund wird trocken und mein Tee ist aller von gestern. Mein Leben für Ayur. Ja, das gibt's hier nicht. Ayur gibt's hier nicht. Hier ist darf cool. Alles darf cool. Und Beast Slayer würde ja auch schon unsere reinpassen, ne? Ja. Er ist leider nur disloyal und gierig. Aber ich sehe den jetzt schon so ein bisschen in unseren Reihen. Mit einer Armbrust oder Bogen. So ein Beast Slayer. Ja, könnte man sich schon gönnen. Jakob. Jakob, mein Freund. Erstmal schneller das und plus 5 direkt. Nice, alter Vater. Ja, nimm es nicht als Konkurrenz, nimm es als Kumpel. Wenn du verletzt bist, kommt der rein. Weiß Bescheid. Die plus 3 nehmen wir einfach mal noch mit, würde ich sagen. So, jetzt braucht der natürlich ein bisschen Rüstung. Eine Kopfrüstung mit wenig minus Vision. Die hat gar keine Minus Vision, sehr gut. Die hat nur Minus für Tick. Ein Dolch. Hallo, ein Dolch. Habe ich jetzt noch eine Fernkampfwaffe? Noch eine Armbrust. Habe ich aber noch einen Bolzen. Über auf Arrows habe ich nur. Von daher wird der wohl den Warbomber benutzen, den ich die ganze Zeit mit mir rumtrage. Und hier können wir den Müll verkaufen. Also ist scheißegal eigentlich, was hier für Verkaufspreise sind, aber hier den ganzen Barbarenmüll können wir mal wegschmeißen dafür. Hier auch die ganzen Wurfsachen brauchen wir, glaube ich, nicht. Da haben wir jetzt noch Krimskrams. Lass uns gerne mal ein Wettschieß mit dem klassischen Abwehr auf den Kopftrick machen. Ah, du bist gemein. Lass den Neuling doch mal erstmal ankommen hier. Lass den Neuling doch erstmal ankommen. Bevor du ihn direkt töten willst. So. Essen ist eigentlich noch fein. Reparatursachen ist halt meh. Und hier auch arschteuer. Ein was? Vergessen? Gesen? Haben wir einen Hund eigentlich verloren? Ach, hier gibt's die Rex, the War Dog. Ja, aber die sollen ja eh nur tanken. It is what it is. Begießen macht wohl eindeutiger. Verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Solange wir Ricky nicht brauchen, würde ich den sogar switchen wollen mit dem Dude hier. Dass er mal ein bisschen XP kriegen darf. Was kommt hier? 12 Undead. A few fallen heroes. Glaube, die werden auf uns gehen. Alter, what? Wir brauchen Ricky. Hier ist nichts mit XP sammeln. No, no, no. Wir brauchen unsere Top-Leute. Alter, what the fuck? Es kommt da an. Direkt dahinter kommt auch ein Undead Priest. Englisch. Was? Vergetarisch? Was? Ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst. Ja, also der Undead Priest ist, glaube ich, echt widerlich. Der ist, glaube ich, echt widerlich. Da können wir, glaube ich, schon mal die Leute ein bisschen weiter auseinander platzieren. Würde ich sagen, weil der macht Dinge. Der macht Dinge, die nicht schön sind. Insgesamt. Ricky hat weniger Death als M-Lane. Uff, das wird was jetzt. Das. Wir speichern mal die Kampagne. Ich hab so ein Gefühl, wir sollten mal wieder. Veggie nicht? Ach so. Du hast aber nicht Veggie geschrieben. Du hast Vergießen geschrieben.
Also gut, dass die Few Fallen Heroes noch dran sind, bevor der andere kommt, aber... Uff. Wir hätten hier eine Engstelle, ne? Aber ich glaube, die kommen ja nicht rein, oder? Lass erstmal rankommen. Okay, sie kommen nicht allzu sehr ran. Na doch, der kommt ran. Aber der will, dass ich in die Engstelle reinlaufe, glaube ich. Moment, wo sind denn die Few Fallen Heroes? Ah, da kommen die Fallen Heroes. Yeah. Nice. Erstmal ein Hit auf Abbruch. Gut. Ja, du musst jetzt eigentlich schon hier reinsteppen, mindestens. Aber ich denke, wir werden ein bisschen vorgehen müssen. Dammit. Luffy, lenk mal ab. Aber Schmieden ist lustig. Warum? Weil du so reich wirst, oder was? Du bist da fertig. Du bist da fertig. Könnt ihr noch einen Hund zur Seite stellen? Ich will schon einmal das Shield splitten. Ich kann hier reingehen, um den zu hauen. Wir haben jetzt das Problem, dass der hier ja hier rein will. Das heißt, wir werden hier unten die Fallen Heroes nehmen müssen mit den Leuten. Nicer Hit. Nicer Hit. 95. Guter Hit. Wenn du beim Einschmissen von einem Holzhammer, der 1,5 Kilo dreimal Holz rausbekommst, ist jeweils 10 Kilo Miet. Ja, das ist physisch ein bisschen komisch gehandhabt. Er stirbt nicht, also overwhelmen wir den. Nice. Guter Hit, Abbruch. Guter Hit. He dead. He gut gedamaged. Ah, fuck. Ja, Hund, du musst mal woanders hin. Wir wollen bonken. Gebonkt. Ach, das Schild wieder. Weg mit dem Schild. Wenn ich ihn schubse, geht das nicht. Das ist ja unangenehm. So, wir müssen nehmen den und wir gehen hier rein und wir hauen aber dafür den. Was? Der will gebonkt werden. So wie er sich platziert hat, will er eindeutig gebonkt werden. Au. Ja, ihr chillt da hinten, ich hab schon verstanden. Im nächsten Fight dann, da brauchen wir euch. So, wir werden hier schon mal rumgehen müssen gegen die Fallen Heroes. Uff, 29, 81, da! War zwar Quatsch, weil der eh gebonkt wird, aber whatever. So. Die wollen irgendwie nicht gebonkt werden. Das ist ja gemein. So. Müssen die gar nicht bonken. Wir klauen dem da oben das Schild und versuchen es zumindest. Aua. Hätten vielleicht einfach killen sollen. Wir haben einen 28er Bonk gehittet. Okay, cool.
Auch da ein 28er Bonk gehittet. Jetzt ist gerade... Ich sag nix. Ich sag nix, sonst passieren ja noch Dinge. Sonst passieren hier noch Dinge. Die dürfen aber nur einmal attacken, die Fallen Heroes. Bin ich gerade verwirrt. Ist das richtig? Irgendwas verpasst? Warum dürfen die nur einmal attacken, die Fallen Heroes? Wuff, wuff, wuff! Überall Wuffis! Wir sind die Wuffi-Armee! Auf sie, Wuffis! Tauschen mal kurz. Wir haben nicht wie alle anderen jetzt nur 7 AP. Kann natürlich sein. Moment. Ja, ist richtig. Nee. Ancient Legion hat 9. Aber Fallen Heroes hat 7, ist richtig. Die haben alle 9, die Ancient Legionnaires. Die Dinger haben auch nur 7. Oh, das wusste ich nicht. Ich will aber eigentlich jetzt nicht hier reinsteppen. Du gehst mal unten. Apro, du gehst mal unten helfen. Und eine andere Unterart. Es gibt hier noch Unterarten. Also gegen die wären wahrscheinlich die Hämmer wieder ganz geil. Weil die so viel Rüstung haben, aber... Whatever, Hund, tauschen wir mal mit mir. Ach fuck, ich habe keine Ausdauer mehr. Hätte ich auch laufen können, ich Idiot. Aber die Axt macht gut Damage. I'm a fan. I'm a really, really big fan. Die können halt wirklich nur eine Aktion dadurch machen. Dann sind die Fallen Heroes gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Die halten halt nur viel aus. So, haben wir schon mal das Schild geklaut von ihm. Das zieht sich halt nur, weil sie so viel aushalten. Du gehst hier hin. Und du hast sogar noch Schießen. Oh shit. Das war nicht smart, weil der kann jetzt natürlich den guten Abbruch einen ins Gesicht pieksen. Wir wollen eigentlich auch nicht unseren Xander anbieten dafür. Deswegen muss er overwhelmed werden. Ja, genau deswegen. Dö. Meanwhile, Sepp macht dann den Fallen Hero platt. Aua. Die hitten sogar noch. Schweinerei. Machen wir erstmal den rund. Wieder einer platt. Dum, 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 dum. Hallo. Ich finde die Optik der Helme und so eigentlich ganz geil, aber ich glaube... Ist nicht sinnvoll, dass ich die irgendwie kriegen würde. Oh. Da hat der Hund wieder den Kill gekriegt. Das ist immer suboptimal für meine XP. Jetzt brauche ich XP wieder. Leider Gottes. Keine Ausdauer mehr. Das Schild brauchen wir nicht. Das ist wurscht. So, jetzt Elden Ring. Was? Elden Ring Item und Enemy Randomizer zocken? Das habe ich die ganze Zeit versucht zum Laufen zu kriegen, hat bei mir nicht funktioniert. Ich wollte das auch mal machen, wollte irgendwie so Stream in Run machen, wo wir irgendwie die 7. oder 13. Waffe oder sowas nehmen. Aber das hat irgendwie gar nicht funktioniert bei mir. Also bei mir ist es nie gestartet. Hat immer gesagt, nee.
I don't wanna start. Moment, der Hund ist noch dran, oder? Nee, Hund ist turn done. Kann ich da jemanden besseren reinsetzen? Oha. Also ich habe das schon zweimal versucht reinzumodden und ich bin daran kläglich gescheitert. Und ich weiß nicht so richtig warum. Jetzt hätte ich hier zwei Hunde dran stehen, ne? Müssen wir gleich mal raus switchen. Bei mir ist mit dem First Try funktioniert. Ja, der bist schon wohl besser als ich. Ist dann halt leider so. Oder für dich zum Glück. Würde ich mal sagen. Keine Ausdauer mehr. Ich kann nur rein switchen, aber ich habe keine Ausdauer mehr, dann noch was zu tun. Boah. Kein Level Up leider. Aber den Helm gekriegt. Das ist ein minus 22 Fatigue, weil der sieht awesome aus, aber die Fatigue. Die fucking Fatigue. Und kaputte Pole Arms sind, glaube ich, weniger wert, ist so mein Gefühl. 309, 260, ja. Würde ich mir behaupten, ist weniger wert, aber ich glaube, wir können alles mitnehmen. Ja, das hier wird jetzt, ne? 12. Wie verletzt sind wir? Ein bisschen Verletzung. Es geht eigentlich. Wie gesagt, das Problem ist so ein bisschen. Es sind nicht so viele, aber der Undead Priest, den habe ich jetzt schon mal im Solo getroffen. Und das war das, was ich gestern mit den Goblin-Schamanen verwechselt habe, dass der so komische Wolken macht, die du nicht drinstehen willst. Das ist echt ein bisschen doof. Achso, by the way. Wir haben ja keine Reparatursachen mehr, entsprechend wollen wir die Sachen nicht reparieren. Weil das wäre ganz schön dumm, jetzt die Sachen zu reparieren, nur für den Verkauf, während unsere Leute ihre eigenen Sachen nicht mehr reparieren können, weil wir haben nur 6. Wir brauchen 41 Tools. Ja, der wird auf jeden Fall auf uns gehen. Ein Honor Guard, ein Priest und many Legionnaires. Let's go. Der greift uns halt an, bevor wir uns überhaupt bewegt haben. Ja. Genau, jetzt müssen wir uns wirklich aufteilen. Wir können direkt mal ein bisschen auseinanderlaufen. Würde ich sagen. Ihr bleibt doch mal stehen. Wo ist der blöde Priest? Ja, die geht's halt nicht so gut, ne? Unser Bonkening. Ich würde gerne, dass du es erst hier hinten machst. Lieber Undead Priest, hier so in den Bereich rein und dann laufe ich weg. Wie wär's? Doof, wo ist denn der Priest? Ah, ist der fucking Priest. Ist nur gelaufen, die Runde. Okay. Ja, bin ich schon mal 3 Leute. Das ist sehr, sehr gut. Das ist wieder so ein geiles Zweihand-Kuppelsting. Ja. Ich will mich jetzt eigentlich nicht allzu sehr binden lassen, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, der macht diese komischen Gaswolken-Scheiße. That's deal, Bro. Hier komme ich leider nicht durch. Dazu müsste ich den hier töten. Dann könnte ich hier durchlaufen. Vielleicht werden wir uns vielleicht mal hier hinstellen. Müssen wir hier aber blocken, wenn wir uns hier hinstellen. Heißt, einer muss hier neben mich. Blocks, Side, Blocks, Movement. Ach, dammit. Damit der sich schon mal nicht bewegen kann. Bist ja noch dran. Ja, ich will mich eigentlich nicht so sehr binden lassen. Ich packe ihn vielleicht mal hier hin so. Wie gesagt, wir müssen hier noch verteidigen. Und dann so, damit wir hier unseren Weg freischaufeln, vielleicht relativ schnell. ...95 trifft schon wieder nicht. Ach, fick doch die Henne.
Pick doch die blöde Henne. Die müssen es aber eigentlich hier rein move, um ihn aufzuhalten, würde ich sagen. Wir werden die Action Economy brauchen. Sind wir da mal ehrlich. ...89 gehittet, wir gehen ein Stück raus. 93er, wir gehen einen Schritt raus. Wir sind dabei, uns einen Weg hier frei zu bauen, dass wir hier an den Priester ran können. Das ist alles, was wir wollen, deswegen machst du das und bleibst stillst sonst. Noch einen Hundi machen. Der Hund hat den schon mal gekillt. Sehr schön. Ja, der Priester, wenn er dran ist, wird's eklig. Wenn nicht genau viel Damage das macht, diese komische Wolke. Hm. Muss wohl hier rein. Geht wohl nicht anders. Boah, das ist gemacht hier. Da sind zwei Leute von mir erwischt da drin. Ja, das ist natürlich. Uah, eklig. Das ist ja doppelt ekelhaft. Das ist ja doppelt und triple ekelhaft. Weg mit dem Schild. So, an den Priester ran, damit er nicht mehr so einen Scheiß macht. Das bleibt auch eine Weile da, ne? Ich weiß nicht genau, was das ist. Also. Tundra, Fatigue to traverse because of the different hate level. Das ist. Meine ich gar nicht. Kann hier irgendwie nicht nachgucken, was der Bodeneffekt macht. Tundra. The Opponent Zone of Control, mehr sagte mir nicht. 40%. Schade. Ich hoffe, es ist hier genauso wie bei einem. Bei den anderen Dudes. Dass du dann damit die Sachen deaktivierst von ihnen. Ich glaube, das ist sogar besser. So ist er an beiden dran. Nochmal den platt. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Damage das macht. Auch nicht so viel, aber das läppert sich wahrscheinlich über die Zeit. Es läppert sich wahrscheinlich. Wie viel Defense hast du? 41. Will ich versuchen, hier raus zu moven? Wahrscheinlich schon. Yes, nice. Dann blute ich nämlich nur, weil bluten und das würde sich, glaube ich, eklig zusammen addieren. Die ganzen Dots dann. Du bist nur da, um die Leute zu binden, dass sie nicht weglaufen. Wir müssen erst den Priest machen. Jetzt will ich, glaube ich, mal wissen, was das ist. Was ist das? Wait. Ist auf dem Hund? Horrified ist. Es ist Horrified auf dem Hund. Warum denn auf den Hund? Okay, whatever. Not my fucking problem. Pauschen hier mal kurz, damit ich dann an den hier rankomme. Der Priester hat nicht allzu viel, was ihn schützt. Wir werden dich mal ranholen müssen hier. Abbruch. Boah, wir wollen aber hier nicht, dass sie hier reinlaufen kann oder im Nahkampf attackiert wird. Das wollen wir nicht. Ne, du kannst, glaube ich, da stehen bleiben.
Mein Plan ist halt nicht ganz aufgegangen, ne, wie ich wollte, aber wir arbeiten an der Umsetzung, an der weiteren Umsetzung eines ähnlichen Plans. Geil, zwei Runden gestunt, der sollte raus sein für ein bisschen. Den hat's ordentlich durchgeschüttelt. Der wurde dann auch wieder gebonkt. Ab ins Honey Jail und so. So. Dass hier das immer noch so stattfindet, ist irgendwie scheit. Wie viel Defense hast du? 49. Wenn ich aber jetzt hier rausgehe, kriegen die, also kriegt mein Rangies ab. Okay, die sind halt deutlich mehr horrified. Ich geh mal nachgucken, was das bedeutet. Das ist sogar sichtbar. This character is horrified and unable to act until next turn. Oh! Aha! Ja, das wäre suboptimal. Blutet ja immer noch. Scheiße. Das ist jetzt schlecht. Jetzt habe ich da ein Problem. Okay, das Gas ist weg. Ja gut. Und der Priest ist down. Ich habe noch nie vorher einen Priest gekillt. Das war gerade mein Achievement für, wir haben einen Undead Priest gekillt. Ich habe ihn nur schon mal gesehen. Das war alles. 26, jetzt ist ja... Puff. Ist ja nix. Der hält so viel aus. Der Ancient Honor Guard. Dann müssen wir erstmal dich hier zur Seite nehmen, ne? Unable to act until next turn. Er ist aber gestunt da drauf. Aua. Also zuhauen tun die schon ordentlich. Das ist... Angenehm ist anders. Ist mal ehrlich. Die untoten Jungs hier. Was ist eigentlich der Hund hier drüben? Was sollen die da? Oh nee, du darfst nicht laufen. Außer wir stoßen dich weg, was glaube ich nicht funktioniert. Doch, funktioniert. Aber ich will da nicht rein. Das ist so das Problem. Mozzarella-Bräune muss man durchatmen. Shield Wall. Du musst mal das Shield splitten von ihm, danke. Und sich langsam durcharbeiten durch die ganzen Schilde. So, du wischst hier ran. Der Hund kommt auch wieder her. Keine Ahnung, was das war. Also Horrify ist eigentlich nur ein Stun, auf Resolve basierend. Wie lange blutet Sepp noch? One turn. 10 HP verliert er da noch. Den muss er jetzt noch aushalten. Alter, 81, das ist ja ein Riesenunterschied. Was ist bei dir? Weapon in poor condition. Oh! Ja. Ist dann wohl so. Macht das irgendwas schon? And may permanently break if used again. Ach du Scheiben, klar ist der. Dann hier, nimm das. Ist ein abgebrochenes Schwert in der Hand. Wenn das besser ist? Bonked again. So, wir haben noch vier Gegner. Vier Gegnerz auf 100 Meterz. Nur leider geht's meinen Leuten allen nicht so gut. Oh, das waren 51er, das war sogar ziemlich risky. Ist mal raus, so. Ein wenig ist vorbei. Du triffst nicht, deinen einzigen Hit, den du machen kannst, du triffst nicht. Oh Mann.
Muss die Hunde es quasi regeln. Moment, er darf zurückhauen, obwohl ich hätte? What? Oder weil irgendeiner von meinen Hits nicht getroffen hat. Das ist ja mies. Wenn ich dreimal hitte, darf er auch zurückschlagen, wenn irgendeiner von den dreien nicht hittet. 81, also Abbruch. Er hat bestimmt bessere Matches mit dir. Wollen wir mal ehrlich sein. Einfach so hitten. Hätte man auch natürlich auch versuchen können, das wegzunehmen. Stun ihn. Wenn er noch weniger tun kann. Ja, dass er auch den haut, war jetzt irgendwie wieder abzusehen. Ich brauche Rotation und Taunt auf manchen Leuten. Nice. Good hits. Gute Hits. Da war sogar noch ein Hit dabei gegen einen Stunt-Gegner. Weg. Schild ist wieder nicht weggegangen. Die Saubrotzen! Töten wir nicht. Töten den mal nicht. Ob der das wieder überlebt. So, Danjuschka, du hast diese... Ja, du bleibst jetzt, glaube ich, stehen einfach. Batz. The Bonkening is happening. So, sehr schön. Wir haben es geschafft. Sag mal, nicht mein Dolch ist weg. Wait a second. Wo ist denn unser Dolchi-Dolch? Okay. Anscheinend war das Dolch-Ding dann weg zwischendurch. Mozzarella-Bräune hat noch einen Level. Ach, nur plus 1, ey. Das ist doch scheiße. Wieder nur plus 1 ist doch so Mist. Er hat echt schlechte Rolls, was das angeht. Aber er kriegt das Battleforged. Weniger Damage gegen seine Rüstung. Let's go. Jetzt kommt nochmal Barbarian Reavers und Chosen. Alter. Bin durch, Leute. I'm done, done. Wir müssen wahrscheinlich mal hier wechseln, weil du hast 157, 67. Du musst mal das hier wechseln, wenn du den 140er hast. Müssen wir durchgucken, wer wirklich viel. Du hast nämlich keine Rüstung mehr. Die wird auch nicht mehr repariert werden bis dahin. Wegen kriegst du jetzt die. Die ist sogar besser. Lul. 71er. Hier hättest du 115. Ja, 115. Das geht noch. 80er Rüstung, das ist fein bei dir. Das ist fein bei dir. 70er, 103er. Achso, du bist ein Nimble. Ja, das ist dann auch noch okay. Ja. Ja, ich bin ordentlich angefressen, sind wir mal ehrlich. Und die Barbaren waren natürlich auch noch zu uns, Alter. Barbarian Chosen. Alter Vater, das sieht ja jetzt schon scheiße aus. Und die werfen doch gleich wieder die ganze Kacke. Das wird echt bitter. Gibt wie viel Gold? Ne, 1900, glaube ich. 1900. Moment, ist der durch? Der durch ist das ganz, okay. Es ist ja ganz aus dem Süden oder relativ weit aus dem Süden. Wir müssen noch einen Schritt rankommen. Wo ich da vorgehe. Dem hauen wir erstmal eine über. Wir haben hier zwei Chosen.
Uff. Ich glaube nicht, dass ich mit Sonics da direkt reingehen will, weil so gut ist der nicht in Defense gegen den Chosen. Mozzarella Brunner hat das gleiche Problem, der hat auch nur 40 Defense. Der ist nur zum Ablenken hier. Zap hat 45 Defense. Puff, puff, puff. Und ein 70er verhauen, natürlich. Und ein 61er Foul, natürlich. What's not to love? Ben geht da mal rein. Gegen den Kopf da, wo er nicht den Kopf getroffen hat, natürlich. Hier kann noch jemand hinsteppen. Müssen aufpassen. Der ist noch dran. Der hat noch 3 AP. Ich sehe sogar die AP von dem. Das ist ein bisschen cheaterig schon. Ich glaube, ich sollte hier hinsteppen und ihm einen Bonking geben. Sehr geil. Und Defense. Ja, die bösen Cleaver, die bösen Cleaver. Das macht halt kaum Damage. Alter, dass der Hund 230er Rüstung hat. Ist übel. So, die beiden wollen schon mal rennen. Sind schon mal 2 weniger. Sind nur noch 8 Gegner. Und wenn sie jetzt halt übel hitten, wird's eklig. Sie hitten zum Glück nicht übel. Hund hat Lust, da reinzugehen. 63, 61. Nice Hit. Den hätte ich gern. Au, scheiße. Das ist richtig schlecht. Was war das für ein Hit? Der vorletzte. Ein 17er. Ein fucking 17er, der hittet. Ach, scheiße, Mann. Ich werde erstmal die ganze Kacke um sie rumkillen müssen, um die Chosen. Hm. Ja, Pech gehabt, wa? So, ach, come on! Jetzt hitten 270er nicht, ich glaub. Was für eine miese. Er blutet aber noch nicht. Aber ein 50er hittet dann wieder. Oh Mann. Ich müsste den eigentlich rausswitchen, aber das wird schwierig, würde ich sagen. Reaver. 83. Das war wieder ein 61er Hit. Ach Mann. Jetzt kommt wieder das, ne? Ich hab's vorhin gesagt. Darf nichts sagen. Oh, scheiße. Ja. Und die hitten was für Sachen? 19er. Mhm. Zweimal. Alles klar. Natürlich. Und ich treffe 84er nicht. Das ist so unfair. Das fühlt sich disgustingly unfair an. Dahin kann ich aber gehen und ihn rausswitchen. Er hat zumindest mehr HP. Ja, Xan, ich bin gerade wieder ein bisschen am Aufregen. Viel Spaß. Viel Spaß. Ah, den 66er endlich. Endlich mal ein Hit. Geil, danke. Aua.
Weggestoßen. Er kann halt gut damagen. Ja, finally. Finally, one is dead. Mozzarella-Bräune geht er wieder rein, weil wir müssen ja da rein irgendwie. Ah, da kam endlich der Hit. Scheiße. Scheiße. Da habe ich immer Probleme übrigens mit der dicken Rüstung. Die ich ja hab kommen sehen, sagen wir mal so. Die Probleme haben wir ja kommen. Manu. Probleme haben wir ja kommen sehen. Probleme. Die haben sehr viel HP, ey. Die haben 130 HP, die Jungs. Ja. Zum Glück geht das. Zum Glück hittet der Bonking noch. Unser Master of Bonks. Aber wenn so ein Chosen jetzt nochmal hittet, ey, wir haben ein großes Problem. Wir haben ein großes Problem. Weil dass die so switchen können, um die Damage zu verteilen, ist übel mies. Okay, der hat keinen Bock mehr, das ist sehr geil. Nimmst du jetzt aber den Barbarian Chosen, bitte. Du hast nämlich noch HP. So, der blutet. Geil. Oh, da ist mir so Mozzarella-Brunnen rangesteppt. Das war, glaube ich, nicht so smart. Jetzt kommen die auch noch als Untote wieder. Ach, du Scheibenkleister. Du ahnst es nicht. So, der hat auch keinen Bock mehr. Sehr schöner Hit. Dem geht's auch nicht mehr gut. Bonk ihn into heaven. Er bonkt ihn nicht into heaven. Ein Overwhelm-Stack, damit er hoffentlich nicht trifft. Au. Da war ein Hit dabei. Den ich nicht sehen wollte. Ich stelle mich schon mal hier hin, weil er bestimmt gleich wiederkommt, der Dude. Lol, aber der greift die Untoten an. Also die Untoten sind eigene Fraktion dann für sich, okay. Gut zu wissen. Wenigstens das. Ja, da kommt nämlich schon einer wieder, ja. Friss ihn, diesen ekligen grünen Unhold. Geil, Abbruch hat einen Barbarian Chosen gekillt. Uff. So drei Fights, so Back-to-Backs, ist echt übel. Das ist auch für meine Leute übel. Easy? Ich sehe da überhaupt kein Easy. Ich sehe da gar kein Easy. So, das sind vier Sachen, die wir auffüllen. Das sind die billigen Sachen. Die sind 900 wert. 850. Komischen 130er Rüstungen mal rausnehmen. Two-Handed Axe, das ist eine riesige Axt. Ich glaube, die 130er Rüstungen sind echt wenig wert, oder? Ja, 600. Die sollten alle deutlich mehr wert sein, wenn wir sie reparieren. BR 750, 850. Hier haben wir noch Müll drin. 900. Komischen abgebrochenen Dinger mal weg. Optimierungspotenzial. Reinforced. Leather Helm. 105er Lederhelm.
Scheint einiges wert zu sein, die Two-Hand-Mace. Man hat die komischen Schilder. So. Die sind sogar 300 wert. So, lief. Ja, unseren Leuten geht's halt richtig beschissen. Minus Hitpoints. Du hast aber noch gut Rüstung. Aber du hast, glaube ich, hier, genau, du hast einen kaputten Fuß. Ich werde mal ersetzen müssen. Und du hast einen gebrochenen Finger. Das ist noch halbwegs okay, aber. Ja, halt ein HP auf Sonics. Please, lass mich jetzt einfach ankommen in der nächsten Stadt. Bitte. 1900 für diese feitige Karawane. Holy shit, ey. Ja, Karawane in der Untoten. Erstmal einen trinken, dafür, dass wir das alle überlebt haben. Alter Vater. Alter Vater, wir brauchen wieder IS. Ach verdammt, wir müssen erstmal den ganzen Scheiß verkaufen. Wir müssen erstmal den ganzen Scheiß verkaufen. Wie sowas hier. Ja, das müssen wir halt fertig repariert ist, verkaufen wir dann demnach. Oder was eh nicht so viel wert ist, wie die 130er Helme hier. So. Das brauche ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe heute 100 davon gekauft. Das brauchen wir nicht mehr. Fuck, das habe ich überhaupt nicht gesehen, dass dazwischen sowas war. Eieieiei. Ihr seid ganz. 1100 ist es jetzt schon wert. Also, muss ja sagen, es hat also schon viel gebracht, aber. Uff. Wenn jemand mit einem Schwert. Der hat ein nobles Schwert. Eieieiei. So, hab ich jetzt. Die habe ich einen Helm weggetauscht, ne? Ein 250er Helm. Dir was weggetauscht, dir was weggetauscht. Du hast noch kein Battleforge, du hast nichts Schwereres angehabt. Du hast Battleforge, aber du hast wahrscheinlich nichts Schwereres angehabt. Du hast wahrscheinlich eine schwere Rüstung, 145. Du hast das Battleforge schon, ja. Wahrscheinlich mindestens die. Halt, 100er müssen wir nicht machen. Das können wir mal reparieren. Das müssen wir halt die ganzen Reparatursachen nachholen. Da. Wir müssen uns zum Verkauf machen. Weil das hier überlege ich mir sogar, ob ich es benutzen will. Weil die immer sau effektiv sind. Die machen zwar. Oder auch hier die Heavy Rusty Axe. Was ist. Wir hatten doch noch eine andere Axt hier. 80 bis 100, 40, 150. Ignoriert mehr, aber hat deutlich weniger Damage. Dann ist es doch nur so ein Verkaufsding. Du reparierst. Jetzt ist eigentlich Wundenlecken angesagt. Ich will jetzt eigentlich gar keinen Fight machen als nächstes. Wir müssen alles erstmal durchreparieren. Und heilen. Übel viel heilen. Übel viel heilen. Moment, wir haben einen Armor Runner. Dann können wir doch Sachen reparieren lassen. Direkt. 74 to repair. Müssen wir ein paar Sachen reparieren lassen, um sie dann zu verkaufen. Dann machen wir das so. Würde ich sagen, dann haben wir mal die 5 Reparier-Sachen auch fertig. Oswald Odds Nightcloak. 176er für minus 9. Ich glaube, es gibt minus 6 Helme. Oh, what? Das sind nur 6 Helme? Minus 8? Minus 7? Wäre schon ziemlich awesome dann. Müssen wir halt das Geld für haben. Reparaturklamotte haben wir schon gekauft. Weaponsmith.
Boah. Moment, da war noch was. Da war noch was. Was ganz war. Hier, das ist noch ganz. Eieieiei. So, was habt ihr hier für mich zu tun? Das ist irgendwie Patrouille, oder? 35 Köpfe, 75 pro Kopf, 500, wenn der Drop ist done. Patrouillieren. Da können wir uns einen einfachen Kampf aussuchen oder einfach auch gar keinen. Das hört sich gut an. Das hört sich gut und machbar an für uns. Miliz. Ja. Puff. Nee. Was kannst du so? Auch nicht so geil. Und der ist zu teuer, um ihn anzuheuern. Der ist zu teuer. So, wo müssen wir hin? Nach Fuchsturm. Für Essen verbrauchen wir 30 Provisionen. Oi. Also XP, ne, sollten jetzt gut eingecashed sein. Und wir könnten jetzt mal einfach so ein paar Armor und Wiedergänger oder so. So 10 Stück kriegen. Damit unser Dude happy ist, dass wir Sachen gefunden haben. Hier. A caravan recently passed through. Oder ist noch mehr? Das sind noch andere Spuren. Viel kleinere. Wir haben so viel Tools schon wieder verbraucht. LOL! Safe Roots. Ja, ihr habt leider viel, aber ihr ist auch übel teuer bei euch, weil bei euch alles möglich kaputt ist. Vorteil ist, ich kann bei euch dann halbwegs okay den Sachen verkaufen, die ich hier repariert habe. Den Crims Crams. Two-Handed Hammer. 60% ignores Armor. Also die Barbaren, da ist mit Armor echt schwierig, ne? Da ist mit Armor echt schwierig. Okay, wir jetzt ein bisschen Essen mehr. Auch wenn das teuer war. So, jetzt finde ich natürlich wieder keine Untoten, die irgendwo rumgungeln, ne? Während wir hier noch unsere eigenen... Da. Riles Reaver, a Barbarian Drummer. Frage ist, wie repariert sind wir jetzt und wie geheilt? Noch ein paar Verletzungen. Aber eigentlich sind wir, glaube ich, schon wieder in dem Punkt, wo wir fighten dürfen. Sagen. Nehm dich vielleicht mal raus und machen lieber so ein bisschen eine geschlossene Aufstellung. So eine. Tauschen vielleicht mal euch beide. Euch beide. Die Leute, die relativ gut dastehen. Dann hätten wir nämlich auch ein paar Köpfe. Kronen, ne, das sind halt fast 700. Die wir kriegen. Oh, wenn wir die platt machen. Das ist unseres. Geht weg. Fuchsturm Company. Müssen eigentlich rankommen. Ja, genau. Das sieht doch gut aus. Nice. Achso, und wir haben ja, stimmt, dadurch haben wir unsere Stufe 1 jetzt dabei. Unseren neuen, potenziellen neuen Dude für die Ranged. Ist noch ein reingehe, darf ich nicht mehr, deswegen lassen wir das. Erstmal den Rand clearen. Und Buffy macht schon mal wieder, fängt schon wieder an hier. Er blockt für mich. Ach, dammit. Ja, da will ich jetzt nicht hin, so wirklich. Ich hoffe, Sonic kriegt das jetzt nicht einfach ins Gesicht. Musst du mal so mit dem aufhalten da? Wo ist denn der Drummer? Die sind nicht, wir haben einen Drummer? 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwo fehlt noch einer. Der macht wieder irgendwas von ganz hinten. Nur mal wetten? Irgendeine Scheiße? Da ist der Drummer. Irgendwas gemacht? Hab nichts mitbekommen.
Okay, der Hund hat. Also, die, wer bist du? Du bist auf jeden Fall. Okay, der bufft die anscheinend. Du bist Strider the Wardog. Was haben die jetzt? Resilient, Pathfinder, Recover, Wavering. Hm. Aber drei Versuche. Au. Armer Wuff. Staggert. Hm, schade. ...63er trifft halt unser guter Mann nicht. Ich will aber den Hund nicht im Rücken schießen. Wir sind einfach zu bad. Bisher. Immer auf den und nicht mehr auf den Buffy. Aufschneiden. Okay, wir standen so dran. Ach. Kommen die ja wieder, das vergesse ich immer wieder. Das vergesse ich immer wieder. 82er hittet nicht. Das ist traurig. Das nicht mehr so. Abbruch, Abbruch. Das hittet ja gar nicht mehr hier. Natürlich auf den, der lower ist. Vitamin B tanken. Aber viel Erfolg. War auch nicht mehr ewig. Okay, dann ist der erstmal los. Ach. Wieder, also 95er nicht hitten, ist eine absolute Frechheit. Sind wir mal ehrlich. Absolut disgusting. So, und du kümmerst dich mal um den komischen Drummer. Du kümmerst dich mal um den. Dann gucken wir mal hier uns das an. So. Juhu. Schnuggelchen. Komm ran zu mir. Hm. Ich glaube, der mag mich nicht mehr so. Also meine Hunde überleben auch immer nur mit einem HP. Oder drei in dem Fall. Schlechte Idee. Batz! Geil. Dann haben wir auch ein bisschen Kopfgeld eingesackt. An Barbaren. Dann können wir einfach ganz entspannt zurückgehen. Dann hat es ja sogar ziemlich gelohnt. Und wir haben sehr, sehr viel reparieren und erholen können uns währenddessen. War eine entspannte Quest. 1100 dafür gekriegt. Sehr schön. Und der Dude sollte auch happy sein, dass wir das gemacht haben. Ihr habt nicht zufällig wieder... Nope. Reparaturwerkzeuge. Ja, in meinem Zustand will ich jetzt eigentlich nicht mehr gegen eine Company kämpfen. Müssen wir mal da gucken, ob wir die irgendwie gütlich gestimmt kriegen, dass wir ein bisschen Reparaturwerkzeug kriegen von denen. Was war hier? Northern Soldier, ne? Southern Soldier recently passed through here. Barbarians recently passed through here. Okay, sehe ich beides eigentlich. Sehe ich beides? Brigands recently passed through here. Das ist schon ziemlich nice. Nice zu wissen, wer hier gerade lang gerannt ist. So, ich will eigentlich gar keine Karakwan. Wie wär's denn mit einer Lieferquest nach Süden? Hunt down what terrorizes. Pink Villagers. Sollten eigentlich wieder Viechter sein. 1500 Drive of Brigands. Ist nicht so geil. Was ist das? 4000. Hunt down Barbarian King and his Warhorse. Nope. Nope. Hunt down what terrorizes ist wahrscheinlich dann das, was wir machen sollten. Damit die Missing Villagers weggehen. Ups, das war das Falsche.
Ja. Bin ein bisschen ratlos. Ich brauche deutlich mehr. Wir müssen erstmal warten bis Tages. Hier brauche ich wenigstens ein bisschen. 60 Tools und Supplies, ey. Wie viel kostet es? Drei. Oh, das ist so teuer. Das kann ich nicht machen. Das ist so fucking teuer. Übel teuer. Nicht sicher, das 255 ist doch ein schlechtes Verhältnis für den Kopf, oder? Machst du doch nur, wenn es wirklich wurscht ist, was du da hast. Auf meinen ganzen Scheiß hier gerade noch. Hier haben wir ja auch noch Müll rumliegen. Über 90. Boah. Undomo Terrorizes für 1500. Wir versuchen es, würde ich sagen. Gucken, ob wir dann besser hier Sachen kaufen können. Let's go. Die kaputt. Du bist nicht mehr so kaputt, ne? Oh, du hast ein Level-Up sogar. Das habe ich gar nicht gesehen. Plus 3, plus 3. Den hätte ich gern. Wir wollten mit dir nicht auf. Wir wollten mit dir, glaube ich, auf Nimble gehen. Das heißt plus 4. Und mehr XP, bitte. Unser kleiner Hedgy Knight. So, Hunt Down, wo Terrorizes ist. Ah, da ist die Uhren. Ja, wir haben Sachen gefunden. Die ist schon klar. Alter. Ist doch nicht euer Ernst. Da könnte es sein, dass wir eigentlich unseren Masumodo bräuchten, der gerade verletzt auf der Bank sitzt. Oder dass wir wenigstens hier tauschen müssen mit Sonix. Und du bist besoffen. Ach du Scheibenkleister. Topsy ist besoffen. Eieieiei, der trifft dann nicht. The Bonkening wird dann schwierig. The Bonkening wird sehr, sehr schwierig. Wir haben zwei Range-Dudes. Nachtsherr, kommt mal mit. Wir müssen euch mal ein bisschen ziehen. Hey, ihr wollt uns haben, ist schon klar. Ja, versuchen wir es hier. Versuchen wir es hier. Oh, wie geil, wir haben den Highground hier direkt vor unserer Nase. Müssen halt nur sehr schnell Leute, also Gegner töten. Sehr schnell Gegner töten. Hier wäre natürlich jetzt Speere ideal. Ha, da habe ich gedacht, mit ihm nicht in den Highground gehen. Und mal ehrlich, so Ben geht erstmal da rein und bindet Leute, Gegner. Sehr schön. Die ersten zwei Hits sitzen. Du gehst auch rein und bindest auch Gegner. Schlicht. Will eigentlich nicht einen Hund setzen aktuell. Vielleicht müssen wir es doch hier unten verteidigen und hier oben unsere Rangies hinpacken. So, du gehst mal dahin, um The Bonkening zu ermöglichen. Das ist leider keine Option mehr noch zu entdecken. Du wirst auch nicht mehr attacken. Dürft leider alle nicht mehr attacken, das ist so ein bisschen das Doofe. Wir müssen uns relativ breit aufstellen, weil sonst laufen sie komplett um uns rum.
Das ist so der Nachteil. Müssen halt, also sie haben halt keine hohe Moral. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, um das hier zu gewinnen. Aber die Moral wäre halt wirklich wichtig zu brechen von ihnen. Solange sie Level 1 sind, sind sie auch nicht so extrem gut. Sie hat nur sehr, sehr viele. Bisschen wie Ameisen. Also noch haben wir keinen gekillt, von daher können sie auch nicht Level 2 werden bisher. So, und jetzt sind wir dran. Ja, das ist schon mal sehr gut. So, da wollen schon ein paar nicht mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist nicht so gut. Das ist okay. Das ist ganz geil, da wird die Moral brechen sollte der Schlüssel hier sein. Und das sieht gerade sehr, sehr gut aus mit Moral brechen. Der ist schon auf Fliegen, ne? Ja. Ja, dann. Nee, du brauchst den Fliegen nicht angreifen. Das ist Quatsch. Das ist nur Ausdauerverschwendung. Ja, sieht sehr gut aus. Haben wir, glaube ich, gewonnen. Und jetzt schon. So ziemlich. Können wir hier auch den Hund setzen? Also, weil die einfach alle so wenig. Ah, oh, gut. Never mind. Nicht ganz gewonnen. Aber sie haben alle sehr, sehr, sehr wenig Moral. Und wir haben jetzt Killing Frenzy. Bei ganz vielen. Sind doch beide auf Fleeing. Machen wir halt die Moral von jemand anderem noch ein bisschen runter. Nice. Das war wichtig. Er redet da doch ein bisschen was ab inzwischen. Optimal. So, sehr schön. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also da macht M-Lane gerade richtig Work. Richtig gut. Wir werden. Ja, wir können hier nicht durch bis jetzt, weil der noch. Wann ist. Ha! Kann ich mit dem nochmal abwarten? Dann kann ich vielleicht danach durch. Oh, ich habe ihn gebonkt. Ist auch okay. Schade. So, die wollen alle rennen. Der nicht. Aber da wollen viele, viele rennen. Die alle Level 1 waren am Anfang, hat uns das sehr, sehr einfach gemacht und das die Moral so niedrig. Der will auch rennen. Nee, nee, sowieso würde ich schon noch rundownen. Ja, den kriege ich nicht mehr. Wer in dem Weg steht. Dann geht auf den. Ja, ich dachte, der läuft vielleicht ein bisschen weiter. Dachte, er bewegt sich vielleicht ein bisschen weiter. Oh, ups. Habe ich den falschen im Blick gehabt? Also da haben meine Axtleute richtig gearbeitet. Das war richtig gut. Ach doch, nicht da runter, geh doch da hoch. Ach. Ach, Manno. Meno. Ja, den letzten kriegt man dann, glaube ich, nicht. Glaube, den kriegt man nicht ganz, weil die ja wirklich schnell ist. Können wir, glaube ich, Retreat machen und it's over. Der eine ist es dann nicht wert.
Ja, Ben hat ordentlich Kills reingehauen. M-Lane hat einfach 5 Kills rausgehauen. Läuft. War machbar. War machbar. War, glaube ich, gut, dass wir einfach auf dem offenen Feld waren. Plus 4. Sehr gut. Plus 4. 5, weil du irgendwann Dodge gehen wirst. Aber jetzt erstmal Bullseye. Und 1500 Kronen einstreichen. Die Kronen sind gerade nicht mehr so das Problem, gefühlt. Haben wir hier die Kosten? Müssen wir jetzt mal bezahlen, geht halt nicht anders. Wir brauchen das Zeug. Wir brauchen die Reparaturmöglichkeiten auf jeden Fall. Auch wenn es, ne, teilweise für Geld verkauft wird, repariert wird, aber... Unsere eigenen Leute müssen ja auch repariert werden. Ja, dann hier nach Fuchsturm und so. Wir gehen mal wieder Richtung Süden. Gucken mal, was da abgeht. Es ist da hoffentlich ein bisschen entspannter wird. Und ein bisschen günstiger. Ich wollte eigentlich nur hochgekommen, weil ich irgendeine Mercenary Group killen wollte. So, Essen. Ja, Essen wäre ein guter Punkt. Gib mal Essen her. 6 Tage Essen. Okay. 50 Tools verbrauchen wir noch. Ja, geil. Ist hier ein Taxi der Mist? Nee. Müssen wir wieder irgendwo hin, wo wir ein Taxi der Mist haben. Ist das hier? Ja, geil. Dann gehen wir hier rein. Dann gehen wir nach Mordorf. Das ist auch wieder der Bereich, wo sie uns lieber mögen. Und schauen uns von da aus die Welt weiter an, weil da kriegen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Kohle durch die ganzen Nachtseher-Sachen, wo wir Schlangenöl herstellen können. Sollte es dann entspannter machen. Die Stelle hier ist wirklich so der Knackpunkt, ne? Weil es sind Brigands, ihr werdet uns ja wohl hoffentlich... Es sind Brigand-Leader dabei. Wir werden es ja trotzdem hoffentlich in Ruhe lassen, oder? Die sind deutlich stärker als ihr. Hallo Mordorf. Mal ein bisschen Langöl herstellen. Kann ich nicht. Ob. Brauchen wir noch Nachtseher Trophy Necklaces? Nur noch ein paar Leute, die theoretisch welche nehmen können. Hergestellt. Sollten wir jetzt hier eine Menge haben. Sind sie? Bin ich blind? Hä? What? What is happening? Ich müsste 3 davon jetzt haben. Hä? Hat das Spiel gerade gebuggt? Ich hab sie nicht. Die kosten 250 das Herstellen. The fuck? Hä? Raff's nicht. Ich raff's nicht. Aber anscheinend haben wir sie nicht hergestellt. Also ich sehe sie wirklich nicht. Knochen-Necklaces existieren nicht. Cool. Danke, Spiel. Das ist natürlich optimal, wenn es so läuft. Hier geht 88 Crown. Anton Unholz. Sollte man hier inzwischen auch hinkriegen. 900 ist auch nicht so schwierig. Können eigentlich nicht viele sein. Unholz have passed through. Ja, 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 hier sind sie wieder zurück. Da, 3 Unholz. Wir wollen nämlich im Morgen gegen die kämpfen. Charge! Wir sind im Moor. Ach, damit.
Ach, dammit. Dann müssen wir hier drauf gehen, glaube ich, so ein bisschen. Kann sich halt kaum bewegen im Moor. Echtes Gemeine. Aber sie müssen ja relativ nah rankommen. Wie ich das verstehe, sind die doch am Chargen relativ schnell. Dono. Wo war das? Wo war das? Wir müssen mal gucken, was hier passiert. Das ist doch jetzt normales, genau. Normale Erde. Du wartest auch entsprechend ab, du wartest ab. Du wartest ab. Wir gehen nämlich in den Sumpf rein. Ja, das ist jetzt ein Problem. Wenn die den hier angehen. Oder der quasi solo ist. Das ist ein Problem, weil da muss ich irgendwie da runter eigentlich. Nice hit. Nischka hat keine Option mehr. Leider kein nicer Hit. Du sollst lieber M-Lane machen hier. Um Damage her. Jetzt müssen wir halt hier irgendwie da durch. Ach, scheiße. Nicht gehittet. Und nochmal nicht gehittet. Dürfte eigentlich kaum was hitten. Ehrlich gesagt. Düdüm. Oh, 65, natürlich sehr gut. Der wird die ganze Zeit rumgeschubst hier. Er trifft halt nix. Das ist das Problem, was ich mähen. Wenn wir im Moor fighten. Deswegen wollte ich das eigentlich nicht. ...78 rollt nur 100. Alter Ricky, manchmal triffst du so gut, manchmal bist du einfach nur komplett useless. Also wirklich useless. Und Wernhard... ...du bist leider auch nicht sonderlich nützlich. Jetzt hat er nämlich den guten Ground. Jetzt hat er den guten Ground. Wie viel Defense hast du? 33. Kann ich laufen, wenn ich das mache? Scheiße. Muss erstmal alle Leute ranholen. Okay. Aus irgendeinem Grund. Kann ich nicht laufen und schießen und nachladen. Achso, weil ich 3 AP zum Laufen brauche. Weil ich 3 AP zum Laufen brauche. Muss das mal hier auf das normale Gelände. So. Ist keiner von den Schüssen bis jetzt getroffen. Auch nur ansatzweise. Hör mich auf, in den Sumpf zu werfen. Oder hör auf, mich in den Sumpf zu werfen, so rum. Erstmal durchatmen. Hä? Wir schon laufen. Hm. Das ist nur...
Defense. Ranged Skill ist fein von hier aus, okay. Kann ich hier reinschießen? Da werde ich nämlich mich eh nicht hinstellen wollen. Ein. Ah, ja, jetzt musst du auch laufen. Lauf, lauf, lauf. Der will schon rennen, das ist sehr gut. Müssen nur noch den kaputt prügeln. Während der dann langsam vor sich hin blutet. Ja, sieht doch gut aus. Nice, und Apro hat sogar nochmal getroffen. Sehr geil. Während Xan sich langsam durch den Sumpf quält. Geil. Sehr gut. Ja, war gut machbar. Nun, der Sumpf war echt nervig, anstrengend. Hat es ein bisschen rausgezögert. Time to get paid. 900 Kronen nebenbei verdient. So, jetzt haben sie das nicht mehr. Bin ich immer noch eine absolute Frage. Jetzt gucke ich mal, ob ich Bone Plating herstellen kann. Das habe ich hergestellt. Was für ein Bug war das? Merkwürdig. Merkwürdig. Haben wir hier auch 16er Preise. Ja. Immer noch nicht geil. Die können wir für einen minimalen Profit verkaufen, wenn wir die beiden nach Süden nehmen. Weil ich bin Wolfenburg. Ein paar davon scheinen dort halt immer noch damit zu heizen. Zumindest gehen inzwischen mal unsere Ammunition wieder runter. 7 Brigands. Oh, wir haben noch ein Level Up. Die müssen wir jetzt eigentlich noch benennen. Wen haben wir denn jetzt nicht mehr? Wer ist denn zuletzt verreckt? Weiß ich nicht, weil ich die in Dingens geschickt habe, ne? Ludefisk ist gestorben. Noch Sexy können wir nochmal nehmen. Ne, Blue. Man soll doch tippen können. So. Plus 3. Plus 4, I guess, damit er nicht mehr komplett zerlegt wird. So. Giftet direkt nochmal hinterher. Plus 3. Plus 5. 3 plus 3 plus 4. Wenn er schon die 100 HP hat. Stufe 4, ja. Das sieht gut aus. Brigands, habt ihr Bock? Oder nicht? Ich lasse euch mal rumlaufen. Vielleicht habe ich irgendwann mal eine Kill-Quest für euch. Nochmal 14 Brigands. Ich glaube nicht mehr, dass die Brigands uns angehen, so wie wir hier gerade rumrennen. Glaube ich, ist das unwahrscheinlich, dass da viel passiert von ihrer Seite aus. So, was ist das hier für eine Quest? My family has a legend of sorts. My father ran into this legend and my father, as far as we know, not where the legend comes from. I expected to see the legend in my own time and I feel now I have. In a dream last night. Travel to Black Forest to the east. I believe the legend are true that an enormous beast roams those lands. Maybe more than just one. However many there are, I need the most experience of cell souls to seek it out. Bring me heads and you will be rewarded handsomely. Are you willing? 236 Kronen pro Kopf? 50. Hand vor Schratz und Lindwurms. Für 250 das Stück. Ha! Das hört sich nicht attraktiv an, sind wir mal ehrlich. Das hört sich sehr wenig attraktiv an. Hm, wie ist die
Preise hier. Können wir auf jeden Fall das schon mal verkaufen. Ups, der falsche Klick. Hier für minimalen Profit, das war abzusehen. 16er Preise. Ich muss mal den ganzen Kram hier loswerden. In Müllkram. Ist 360 minus 605. 190 minus 18. Das ist ein Shit-Verhältnis. Einzige Rüstung habe ich gar nicht mehr dabei. Und das ist auf jeden Fall der schlechtere Cleaver, deswegen haben wir einen besseren. Two-Hand Mace haben wir auch eine bessere. Military Picks, wie sehe ich irgendwie nicht. Finde ich nicht so sexy. Crossbow brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal. Brauchen wir das hier noch? Sind bei 12.000. Warum haben wir so viel Antidot dabei? Hatten das die Leute, die rausgegangen sind? Die ganzen Antigifts, Gegengift-Sachen? Hier haben wir noch jemanden, der ein Gegengift nehmen kann. Hier haben wir noch jemanden, der ein Gegengift nehmen kann. Und hier haben wir noch jemanden, der ein Gegengift nehmen kann. Das mit den Necklaces weiß ich immer noch nicht, wo das jetzt hin ist. Einfach wack. Ja, also die Aufgabe ist kacke. Hier ist ein Witch Hunter. Mhm, super. Danke. Danke, Spiel. Guter Witch Hunter. Ja, und der ist minus, wenn under, das ist, ja. Mhm. Das nehmen wir Sellsword. Ja, der muss aber lange trainiert werden, damit das sinnvoll wird. Plus 10 Resolve, Ailing. Ailing ist schon eklig, aber der hat echt viel Ausdauer jetzt schon. Der hat echt jetzt schon viel Ausdauer. Eine legendäre Peitsche. King Askios Painbringer. Moment, wir haben noch eine normale Peitsche hier. 15 bis 30, der hat schon mal mehr Damage. 10, 25. 22, 25. Ah. Peitsche einfach heftiger. Beim Armorer ist aber nichts Legendäres dabei. Haben wir jetzt noch Leute, die dickere Rüstung haben wollen? Du bist eigentlich gut ausgestattet. Du, Sonics, hast nicht genug Antik dafür. Ja, eine höher als 230er Rüstung, wenn dann, wäre eine Option. Wir könnten auch witzigerweise dem Giant hier den dran bauen. Die Frontline, die nicht nimble ist. Du hast noch kein. Oh fuck, die müssen viel mehr. Ne, die wollten wir auf nimble und so umbauen, ne? Auf Dodge und nimble. Deswegen wirst du dann weniger tragen. Dann ist das okay. Und hier ist noch ein 210er. Ja, doch, 230, 210. Wäre schon gut immer. 285er. Aber wir wollten Named Items kaufen. Wir wollten Named Items kaufen. 255er Helm. Werden wir immer mal einen 255er Helm haben, vielleicht? Minus 11. Ja, dann nochmal minus 11. Dann wird's knapp. Du hast minus 17, aber alles schon auf 250. Du bist auf 300, also der ist halt echt nicht gut. Ja, Decay-Helme, die werden ja verkaufen. Auch wenn der sieht halt cool aus, aber abgesehen davon ist er leider scheiße. Ich glaube, ich verkaufe jetzt mal hier die Sulfur Rocks. Weil so mal warten, bis wir einen guten Verkaufspreis haben. Weil ich die ganze Zeit nur mit mir rumschleppe. Hallo, ich glaube, du hast anstelle der Necklace die Antidots. Siehst du mal, wie dumm ich bin. Logisch. Must haben.
Klingt voll smart und logisch. Ich bin vielleicht ein bisschen müde. Und es tut mir leid, auch wenn du jetzt gerade zum ersten Mal schreibst. Ich werde es, glaube ich, trotzdem aufhören. Ja, ich werde aufhören, weil ich bin ein bisschen müde, ein bisschen neben der Spur. Und das macht es langsam ein bisschen schwierig, ordentlich zu unterhalten und zu streamen.